Aufzeichnung läuft. Genau, ich weiß nicht, ob ihr den Link schon irgendwo gesehen habt. Ich packe euch den mal in den Chat. Ich habe ja so Themenblöcke mal formiert und habe ein Etherpad gemacht, wo ich so grob die Agenda drauf geschrieben habe, worüber ich sprechen würde und wann das ungefähr sein wird. Ich share das aber auch gleich, dann müsst ihr das nicht einzeln öffnen. Moment. Zip. Schwarzer Bildschirm, farbiger Bildschirm. Genau, also der Gedanke war ja, ich mache jetzt dieses Jahr das erste Mal. Es fallen ja bei so Events immer ziemlich viele Erfahrungen an. In den Zeiten vor Corona war es ja irgendwie so, ja gut, macht man jetzt seit 15 Jahren Barcamps und da kommt ja immer nicht so viel Neues dazu. Und jetzt aber in virtuell ist es durchaus schon so, dass man mit jedem Event wieder Neues lernt und Sachen anders machen würde, als man das letzte Jahr gemacht hätte. Und deswegen dachte ich, macht Sinn, die für mich selber, ich hätte es für mich selber eh gemacht und dachte mir, vielleicht interessiert es noch jemand und dann macht man einfach eine Session draus, das zwingt einen dann, es auch zu machen und einen Termin anzusetzen, die Sachen mal aufzuschreiben und so weiter. Deswegen der Gedanke, so eine Making-of-Session zu machen, wo man jetzt nicht so sehr auf die Inhalte schaut, sondern eher auf dieses, wie lief die Vorbereitung ab, wie war das organisiert, wie war die Technik, die war ja dieser durchaus ein bisschen anders, also sowohl die Technik, was so das ganze Ticketing-Programmplanung anging, als auch die Technik fürs Event selber. Auch die Technik auf der Bühne war anders. Das ist auch spannend, weil wir durchaus in vielen Firmen immer so, sagen wir mal, so High-End-Bühnen sehen, ne, die so 100.000 € aufwärts irgendwie agieren, dann durchaus auch mit vielen Menschen betrieben werden müssen und so. Und bei uns das ja immer eher sehr, sehr, sehr leichtgewichtig ist. Also sowas wie LostCon kann man nicht im Selbstfahrermodus fahren, also dass man sagt, irgendwie der, der auf der Bühne steht, macht das mit. Aber es war halt im Wesentlichen eine Person, die den ganzen Rest gemacht hat. Ne? Und da muss man halt immer gucken, wie kriege ich das so schlank hin, dass mir da die Technik nicht im Weg steht. Sowas wie Audio-Only Barcamp, da hätte ich gerne im Nachgang auch so ein Making-of gemacht. Das war tatsächlich Selbstfahrer. Also da hat man niemand in Regie oder Technik oder so mit dabei. Ne? Und das finde ich immer ganz spannend, weil wir mit viel Communities zu tun haben mit Firmen zum Beispiel, die selber so Events machen, da ist das überhaupt keine Frage, ob irgendwie 5 Leute Technik machen können, sondern wenn das die Voraussetzung wäre, dann würden die Events halt einfach nicht stattfinden. Und da gucken wir immer, wie man das so weit wie möglich runterstrippt, ohne dass es scheiße aussieht oder halt nicht funktioniert am Ende dann. Genau, also das ist so grundsätzlich die Idee. Deswegen hatte ich gedacht, ich habe mal so einen Block reingenommen, so allgemeine Organisation. Also wie lief das überhaupt ab? Wann haben wir angefangen zu planen? Wie haben wir kommuniziert? Bisschen Finanzierungsgeschichten. Ne? Was kosten so die einzelnen Tools? Dann das Thema virtuelle Infrastruktur habe ich mal aufgeschrieben. Also sowas, was hat man für Plattformen im Einsatz? Was war der Unterschied zum letzten Jahr? Was sind da die Erfahrungen mit? Dann hatte ich den dritten von 4 Blöcken Bühne. Das hat man eigentlich letztes Jahr in dem Lost Camp schon gemerkt, dass es so einen kleinen Unterschied schon macht, ob irgendwie Menschen von der Bühne kommen oder alle vorm Rechner sitzen. Ne? So dieses, wie nehme ich das wahr als Event? Deswegen gerade in Hybrid finde ich es gar nicht so uninteressant. Ne? So dieses, wie kann man schlank so eine Bühne machen? Das muss ja nicht immer so richtig Bühne mit Menschen drauf, könnte auch ein Podcast-Tisch oder sowas sein, aber so Präsenzsituation halt irgendwo und dann Nachbereitung. Was immer so ein Schmerzpunkt ist, ne? So Dokumentation, was stelle ich hinterher bereit, wie lasse ich Leute das erleben, nacherleben, vielleicht wenn sie nicht dabei waren oder auch die Sessions, man kann ja nie an allen parallel teilnehmen. Und auch da haben wir mittlerweile so Workflows, wie man halt diese Aufzeichnungen sehr, sehr schnell schneidet und dann rausbringt, ne? Und dann halt auf YouTube hat oder in eine Podcast-Version haben wir jetzt dieses Jahr neu gemacht, dass man die ganze LostCon auch als Podcast nachhören kann. Da gibt es auch viele neue Erfahrungen, weil wir das jetzt diese eigentlich das erste Mal gemacht haben. Badges und Lessons learned aus dem Orga-Team. Also das wäre so grob der Fahrplan. Nachdem wir ja eine überschaubare Anzahl Leute sind, könntet ihr vielleicht auch kurz mal sagen, was euch so am meisten interessiert, beziehungsweise warum ihr hier seid, worauf ihr Wert legt, weil dann würde ich in dem jeweiligen Blog gucken, dass ich darauf auf jeden Fall auch eingehe. Wenn ich sagen will und einfach nur hören will, der kann das auch. Das ist natürlich auch kein Problem. Ich mache mal die Liste, wie ich sie sehe. Andreas? Ja, also mich interessiert natürlich generell sozusagen alle kontinuierlichen Verbesserungen, aber auch alles disruptive Neue im Eventformat, quasi immer auch ein bisschen für den Wissenstransfer zum Knowledge Camp auch, ne? Ja, klar. Okay, Querbild, Christian habe ich dann.
Genau, ich bin da, weil ich einen Eindruck kriegen wollte, wie du es jetzt beurteilst, auch aus der Reflexionsecke, wie die Kombination bei dir gewirkt haben und wie du Hybrid andenkst. Das war, macht mich neugierig, wie du jetzt versuchen willst, Präsenz und Online-Komponenten miteinander verbinden. Du hast dich weit aus dem Fenster gelehnt, dass du da die Geister überhaupt machen willst. Von daher bin ich neugierig. Ich muss die Latte immer hochlegen. Wie du das umsetzt. Ich habe keinen Zweifel, aber ich bin deswegen da. Ja. Wobei in der Making-of schaue ich jetzt schon eher auf die 21 zurück. Das ist dann eher eine Session How We Plan to Make LostCon 22. Ne? Da gibt es schon Ansätze, da werde ich im September im Community Call mal ein bisschen was erzählen, weil wir da auch den Planungsprozess so partizipativ machen wollen, weil viele halt in ihren Firmen jetzt auch anfangen, über hybride Arbeit nachzudenken und so. Ne? Und da gibt es ja viel Anknüpfungspunkte, was da ähnlich ist. Genau, dann habe ich den Hans. Ja, Hans Gärtner hier, hallo zusammen. Also ich bin auch vor allen Dingen daran interessiert, zu erfahren oder auszutauschen, wie es mit hybriden Veranstaltungen nicht so sehr in diesem Riesenkontext ist, sondern ich mache ja sehr viel firmeninterne Geschichten. Und das hat mich eben sehr angesprochen, was du gesagt hast, Simon, dass man da nicht irgendwelche Sachen macht, die man intern gar nicht machen kann. Also was immer wir tun in Unternehmen, wenn wir über virtuelle Zusammenarbeit oder sowas auch moderieren oder trainieren, dann ist es immer auch der Versuch, möglichst das so zu machen, dass die das auch selbst dann irgendwo auch umsetzen können. Und das finde ich auch genau richtig. Also keine High-End-Veranstaltungen oder nicht irgendwelche Shows-Veranstaltungen. Insofern wäre ich da sehr interessiert, wie man das relativ klein und einfach machen kann. Ja. Ansonsten. Das ist der Ulrich, mit dem ich podcaste, der sagt immer dazu schon einen Begriff, dann ist immer Ryanair-Prinzip. Also erstmal drüber nachdenken, was brauche ich, um die Leute sicher von A nach B zu kriegen und ob die dann noch irgendwie ein Lachsbrötchen kriegen oder nicht, das steht auf einer anderen Seite. Ne? Genau. Aber trotzdem muss es halt einigermaßen, also sicher sein, ist klar, aber halt auch funktionieren und sich gut anfühlen. Ja. Und den Olli habe ich noch. Ja, also ich finde es generell immer spannend, wenn du Barcamps mitgestaltest oder also verantwortlich da organisierst. Das finde ich also immer interessant, wie hast du jenes gemacht, wie hast du das gemacht. Was ich in Anspruch habe, irgendwo auch, dass es einfach niederschwellig ist, dass es sehr leicht zugänglich ist, dass die Leute nicht zu kompliziert irgendwie einen Eingang finden und so. Und ich bin ja auch im Orga-Team vom Knowledge Camp oder auch vom Teams Barcamp. Also ich habe da immer auch ein Auge auf, wie was können wir irgendwo auch lernen davon und was machen wir besser nicht. Einfach so. Ja, genau. Ja, genau, diese Übertragbarkeit ist auch der Grund, warum ich sowas gerne öffentlich mache, weil vielleicht kann der eine oder andere was mit anfangen mit den Erfahrungen. Genau, dann würde ich, also ich würde es einfach so machen, ich gehe die einzelnen Blöcke mal durch, sag kurz, was ich zu sagen habe, dann könnt ihr, wenn ihr sagt, da wollt ihr nochmal tiefer bohren, dann gehen wir einen Tick tiefer drauf ein und ansonsten springen wir einfach weiter. Allgemeine Orga, gut wie es immer ist, wir haben Orga-Teams, die in der Regel größer sind, ne? Jetzt bei so einem Community-Event wie LernOS Convention waren die in Vergangenheit, das gibt es ja seit 2019, damals unter dem Namen LernOS Camp noch, immer so im Kern 4 bis 5 Leute groß, 2 von uns und 3 aus der Community. Und dieses Jahr hat man noch so ein paar Einzelthemen, also so das Spiel abends oder auch diese Mindtest-Aktion, wo dann eben nochmal ein paar Leute mehr dazu gekommen sind und auch fürs Einlandsmanagement. Also ich würde sagen, so Kernteam 4 Leute plus nochmal 6 extra. Da habe ich auch die Fotos verlinkt, da haben wir ein Abschlussbild gemacht, auch hybrid. Also das sieht man fast alle. Zweimal Moderation, Karl-Heinz, der war auch im Kernteam mit dabei. Und Karl-Heinz mache ich ja seit irgendwie 12 oder 13 Jahre schon Events. Dann die Laura sieht man hinten, die ist auch seit Lost Camp 19 dabei. Der Magnus ist mit dazugestoßen, weil der aus dem WOL-Camp das StreamYard kannte. Da kommen wir nachher noch drauf. StreamYard haben wir dieses Jahr das erste Mal eingesetzt als virtuelles Videostudio. Und da hatte der Erfahrung mit. Dann zweimal Olli, Ewinger und Fleischmann. Ihr seid ein bisschen später dazu gestoßen ins Orga-Team noch, ne? Als es dann um das Spiel und die Abendveranstaltung ging. Genau. Und dann haben wir noch den Kunal und den David. Die hatten sich spontan die 2 Wochen davor dich nochmal gefragt, wer Lust hat, ein bisschen am Infodesk noch mitzumachen. Haben die sich gemeldet, sind quasi 2 Wochen vorher dazu gestoßen. Jetzt überlege ich gerade, die Susan fehlt noch. Die hat mit Magnus zusammen die
das Kids-Event gemacht, also wir haben für Kinder in dem Spiel Mindtest abends so einen Wettbewerb gemacht, wo die den LernOS-Freizeitpark gebaut haben. Die war schon in, wo haben wir das erste Mal gemacht, Corporate Learning Camp 2020 Herbst, war die mit dabei mit Magnus. Da haben dann auch die Kinder von den beiden angefangen, eben Mindtest Minecraft zu spielen. Und deswegen waren die wieder mit dabei. Und jetzt überlege ich gerade, ob uns noch jemand fehlt. Der Benedikt ist nicht auf dem Bild, der die Technik gefahren hat, also auch von uns, von Cogneon. Wir haben versucht, die Treffen recht schlank zu halten. Wir hatten 6 Orga-Calls, ursprünglich 30 Minuten. Steht da unten auch in den Lessons Learned, das war ein bisschen knapp. Die haben wir dann auf 45 Minuten ausgeweitet. Na, haben eigentlich, würde ich sagen, zu spät angefangen. Das hängt ein bisschen daran, weil diese verrückte Idee des Audio-Only-Barcamps im Januar, Februar aufgepoppt ist und wir das quasi vorneweg noch organisieren mussten. Das war 28. April. Und wir uns immer vorgenommen haben, dass wir da alle Loscon auch schon was machen, aber realistisch hat es nicht geklappt. Also 12. Mai ging es eigentlich erst so richtig los mit den Kernsachen. Hat aber gut geklappt. Also dadurch, dass wir im Wesentlichen an dem Grundformat vom letzten Jahr nicht so viel geändert haben, sondern nur Tooling ausgetauscht haben, mit den meisten Tools aber eh schon gearbeitet haben, war das völlig ausreichend, die 6 Treffen. Wie gesagt, wenn ich nochmal machen würde und kein Audio-Barcamp liegt, würde ich es vorziehen. Wir haben dafür gesorgt, dass auch im Virtuellen, finde ich es schön, ne? Im Physischen hat man meist dann so Shirts, ne? So wie man Christian sieht, mit Logo oben und Polo-Shirt. Machen wir das auch immer, dass wir halt jedes Jahr sozusagen so ein Key-Visual machen, was man für soziale Medien dann verwendet und daraus dann eben auch den ganzen Merch. Das machen wir auch beziehungsweise 2019 haben wir es anders gemacht. Da haben wir tatsächlich den Merch verschickt. Mittlerweile machen wir das über einen Spreadshirt-Shop. Na, weil man da einfach bestellen kann und dann Lieferadressen angeben kann und dann wird es verschickt und fertig. Also da hat man nichts mehr mit Versand und so am Hut. Und die Teilnehmenden, wenn sie wollen, können sich da auch was bestellen. Und der Olli hat mir gesagt, bei ihm ist immer noch nicht angekommen. Oder war das der Olli Fleischmann? Nee, das warst du, Olli. Nee, das war schon richtig. Ich, dass der jetzt lauter T-Shirts kriegt, 5 Stück schon und irgendwie. Und ich habe noch eins. Ich habe noch welche hier, schicke ich dir so eins raus und klopft da, frag da mal nach, wo das hängen geblieben ist. Ja, genau, super. Danke. Genau, also das war so Kernorga. Weiß ich, ob er da sagen will. Wie viele bestellen sich da? Hast du da einen Überblick? Ich würde sagen, außerhalb vom Orga-Team waren es wahrscheinlich 10 Leute bei 125 Anmeldungen. Also so um die 10 plus minus x Prozent war es auch in den anderen Events. Das heißt, da können wir jetzt sagen, aus so einer lohnt sich das Perspektive, macht es keinen Sinn oder man müsste halt viel mehr Promo treiben, ne, das vielmehr noch bewerben oder irgendwie sagen, im Ticketpreis ist gleich ein Shirt dabei, aber dann musst du halt für alle bestellen und Postadressen einsammeln, dann ist man in so einem Datenschutzwahnsinn wieder. Also müssen wir nicht vertiefen, aber ich habe eine Anforderung nach unserem Digicamp, wo jemand gehabt hat, der hätte das gern und ich will euch gar nicht sagen, was ich für eine interne Begründung habe, warum das bei uns nicht geht, das ist so genial. Da würden Kollegen Geld dafür ausgeben, ach Quatsch, irgendwelche Lalala-Begründungen, da gibt's Zuständige, die es einfach nicht gut finden, dass Leute selber sowas wollen. Okay. Einfach die Autonomie des Kollegen angreifen und dann Begründungen liefern. Also das fände ich schön, weil du musst es ja relativ schlank machen. Das geht ja gar nicht anders, dass du das schlank machst. Von daher gibt es da offensichtlich, hilf dir selbst. Und das hat bei mir geklappt. Warum kann es bei den Kollegen nicht klappen? Also genau. Das war auch ganz lustig, weil bei den 10, die bestellt haben, waren 2 dabei, die auch nach Merch von den letzten Jahren nachgefragt haben. Wir hatten die anderen Shops offline genommen. Die haben gesagt, sie hätten halt gern, wir hatten ja vorher irgendwie dieses vom Hardrock-Café und so und die wollten halt solche Shirts noch haben. Ne? Und jetzt werden wir im Nachgang, wenn im Sommer mal Zeit ist, stellen wir die alten Shops auch wieder online, dass man sich da so ein bisschen wie bei Bands, ne, die alten Tour-Shirts noch kaufen kann, wenn man das möchte. Cool. Ich meine, das tut ja nicht weh. Sag mal, wenn jemand sein Camp drüber finanzieren will, dafür ist, glaube ich, Quatsch. Also bei diesen Shops, die alles für dich machen, bleibt nichts hängen. Ne? Das ist so ein bisschen, wenn man ein Buch schreibt, da kriegst du irgendwie 80 Cent pro Buch und das war's. Dafür macht man es nicht, aber ich glaube, Barcamp Stuttgart macht das schon eine ganze Weile und ich finde es eigentlich eine ganz schöne Idee, so dieses, dass da irgendwie Tassen, Shirts, was auch immer, irgendwie bleibt. Ne, und vielleicht dann auch, vielleicht auch so Jubiläum-Shirts, wo dann statt drauf Loscon 21 und LernOS Camp 2019 und zählt alles auf. Ja, genau, kann man auch. Genau, dann Dokumentation haben wir auch sehr schlank gehalten. Ich bin großer Fan von diesen Pads, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Das heißt, wir hatten ein Orga-Pad,
Und auf dem Orgapad war eigentlich alles drauf. Also es gab daneben eigentlich nichts anderes. Ich mache da immer oben so eine Quicklink-Sektion, ne, damit man schnell Zugriff auf die Sachen hat, die man oft braucht. Der Rest füllt sich dann so im Laufe der Zeit. Ne? Da gibt es dann so Orga-Team, wer ist eigentlich dabei? Da stehen natürlich dadurch, dass das Pad offen im Netz steht, keine E-Mail-Adressen oder so drauf. Dann der grobe Zeitplan, gegen den wir arbeiten, der ist da immer drauf. Dann ist hier so eine relativ lange Wurst, chronologisch rückwärts der Orga-Team-Treffen. Man kann bei den Pads auch, warte mal, kann ich mal machen, sich hier die Gliederung einblenden lassen. Ne? Dann hat man die im Zugriff. Ne, da sind dann quasi immer, kann jeder die Punkte reinschreiben, was ist so beim nächsten Mal zu besprechen. Ne, und das ist quasi Agenda und lebendes Protokoll. Ne, wenn vor dem Termin stehen da einfach nur Stichpunkte drin, alles, was wir besprochen haben, steht dann hinterher im Protokoll. Und das ist aber alles auf dem Pad. Ne, genauso wie die grobe Aufgabenliste, also da ist nicht jeder Handgriff drin, aber das ist so ein Copy-Paste, was wir von Jahr zu Jahr quasi weiterschleifen, ne, wo man so die Kernpunkte, wo dann halt auffällt, wenn irgendwas liegen bleibt. Und dann gibt es immer noch so ein paar Sondersachen. Ne? Dadurch, dass wir Vendulous das erste Mal jetzt verwendet haben, haben wir da gesammelt, was wir die alles fragen müssen, was die Einrichtung angeht und so. Und dann haben wir das halt auf so ein Pad, das streichst du einfach durch dann, ne? Wenn es erledigt ist, quasi fertig. Da haben mich jetzt auch schon ein paar gefragt, wie ist das, wenn einem da jemand was kaputt macht? Das ist überhaupt kein Problem, weil man kann mit dem Stern sozusagen so Versionen speichern von dem Pad. Und wenn ich hier auf die Uhr gehe, kann ich auf alle Sterne zugreifen. Also ich kann das mal hier, warte mal, ob man das sieht. Na, man sieht dann hier immer, wenn sich was Größeres geändert hat, mache ich eine gespeicherte Version. Mit Klick auf dem Stern kann ich quasi das ganze Pad durchrollen und kann jede einzelne Änderung auf dem Pad rückwärts spielen. Also im schlimmsten Fall, wenn da einer sagt, das Orga-Team ist so scheiße, dem zerstöre ich jetzt sein Planungspad, dann drücke ich einmal auf den Knopf und ist wieder da. So, also das ist kein, hat man aber auch noch nie irgendwie Probleme mit. Na, das Schöne ist, wenn man da reinschreibt, jeder, der schreibt, kann sich oben so Farben aussuchen. Ne? Und wie ich schreibe in der Farbe quasi, erscheint dann da der Text. Und damit sieht man dann von Mal zu Mal auch gleich, ne? Wer hat wo was dazugefügt, wo gibt es vielleicht Antworten. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich nach dem Planungstreffen hier oben, das ist das Augensymbol, damit werden die ganzen Farben wieder entfernt. Ne? Dann hat man den Stand, den alle gemeinsam im Meeting gesehen haben und dann sieht man sozusagen, was zwischen den Orga-Calls da drin passiert. Finde ich ganz witzig, warum oder frage ich mich öfter, warum nicht viele Firmen das intern einsetzen. Das ist mal in dem Google Summer of Code ist das Open Source gemacht worden und ist mit 3 Zeilen auf jedem Server installiert. Also das ist so ein Tool, was so überhaupt keinen Stress macht und aber super hilfreich ist. Kann man genauso gut in einem Google Doc oder in einem OneNote oder so machen, aber ich finde diese Pads noch mal viel leichtgewichtiger. Ne? Bis zu, wenn du noch gar nicht weißt, willst noch gar nichts draufschreiben, du kannst den Link in die E-Mail schreiben, ne, weil mit dem Identifier hinten wird das Pad erzeugt. Und du kannst das in Termin schon das Pad reinschreiben, ohne dass du es angelegt hast. Ne, so ein bisschen wie Wikis funktionieren, so MediaWiki oder Confluence oder sowas. Ich würde auch sagen, weiß nicht, Olli, ob du es anders erlebt hast, das ist uns auch nicht zu eng geworden für so eine kleine Veranstaltung. Also Rock im Park wird man wahrscheinlich nicht darüber organisieren können. Aber ich sage mal, so ein 100 plus minus x Mensch Event funktioniert. Zur Not muss man halt Unterpads machen für Teams oder so. Ja, also ich fand es recht gut und praktikabel. Ja, genau. Und sonst haben wir die Dateiablage. Das liegt alles in dem OneDrive. Das war geshared und wer da zugreifen musste auf Grafiken oder so, hat halt auf das OneDrive zugegriffen. Auch das kann ich mit einem Dropbox oder Google Drive oder so genauso machen. Nun, kommunikationsseitig haben wir die Orga-Calls über Teams gemacht, so wie jetzt. Nicht mit einem Team, also wir haben die Leute nicht in ein Team eingeladen, weil dann hast du immer das Problem, wie Olli das gerade gesagt hat, ne, man muss den Tenant wechseln und so weiter, sondern einfach nur die Links für die Videokonferenzen, so wie Christian jetzt reingekommen ist, ne, dann bist du anonym und Gast, was uns keinen Schmerz, glaube ich, gemacht hat. Was man da vielleicht noch dazu schreiben muss, die letzten 3 Treffen waren das, glaube ich, im Tooling der Veranstaltung. Also das heißt, wir haben uns einmal in StreamYard getroffen, um das auszuprobieren. Wir haben uns einmal in BigBlueButton getroffen. Wir haben uns einmal in Jitsi getroffen, weil das auf der Insel quasi auf unserem Social Space die Videokonferenzlösung war. Ne? Damit wir so ein Proof of Concept hatten, wie funktioniert das, kommt man da rein, ist das selbsterklärend.
Und entlang der Erfahrungen haben wir dann auch die Online-Hilfe, Tipps und Tricks und so weiter beschrieben. Und hatten dann noch einen Slack-Kanal. Also bei uns einfach im Cognion Slack-Netzwerk gab es einen Kanal, der hieß LostCon 21. Und der war aber auch offen. Also da haben wir als Orga-Team kommuniziert. Die von euch, die dabei waren, haben wahrscheinlich unten an den Infomails immer gesehen, da stand dran, wenn ihr Fragen an das Orga-Team habt, kommt in den Kanal. Also das heißt, da sind auch Leute aufgeschlagen mit Fragen, die nicht im Orga-Team waren. Das habe ich so ein bisschen aus dem Chaos Computer Club abgeguckt. Das sind eigentlich alle Sachen, die irgendwie Orga betreffen, sind offen. Und wenn ich eine Frage habe an das jeweilige Team, schreibe ich die da einfach rein. Und die Teams stört es auch nicht, wenn die anderen mitlesen. Wenn mich das nicht interessiert, lese ich den Kanal halt nicht mit. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. In vielen anderen Kontexten ist immer die Orga irgendwo abgeschottet. Ne? Die hat dann ein eigenes Teams oder einen eigenen, wie jetzt bei GKC, Telegram-Kanal. Und damit kriegt so die Außenwelt nicht so viel mit und kann sich nicht einbringen. Ne? Und das ist durchaus dann auch mal jemand, der stellt eine Frage und auf einmal können wir ihn verhaften fürs Orga-Team, weil der Kanal so halb durchlässig war. Und jetzt in so einem Kontext hat man auch mit Vandalismus oder irgendwelchen Kram auch überhaupt keine Schwierigkeiten. Also ja, würde ich durchaus empfehlen. Und muss nicht Slack sein, ne? Das kann auch MetaMost, RocketChat, was auch immer, offener Teams-Kanal sein. Genau, Kommunikation mit Teilnehmenden. Wir haben, da komme ich nachher noch drauf, Pre-Ticks fürs Ticketing diesmal verwendet. Letztes Mal war noch Eventbrite. Pre-Ticks deswegen, weil es auf der einen Seite sehr flexibel ist, auf der anderen Seite eine deutsche Firma. So Support Your Local Dealer finde ich immer ganz gut, wenn es da was gibt. Und die haben die Möglichkeit, dass man eben an alle Angemeldeten so E-Mails verschickt. Ne? Und da machen wir normalerweise im Wochentakt, um die Leute so ein bisschen vorzuglühen ab T-4 oder T-6 Wochen. Kommt da so immer das Wichtigste, was gerade zu tun ist. Ne? Wo muss ich mich vorstellen, wo muss ich mein Profil anlegen und so weiter, kommt da. Haben auch wieder diese Vorab-Web-Konferenz gemacht. Das machen wir ja auch schon seit der NoTouch 2016 eigentlich als Standardprozess. Ne? Eine Woche vorher im gleichen Tooling so eine Mischung aus Tool kennenlernen, aber auch Content und so die ersten Schritte gehen, damit man möglichst wenig Schmerz- und Härtefälle am eigentlichen Tag des Events hat. Ne? Dass jeder schon mal weiß, okay, mit dem Rechner, mit dem ich teilnehmen will, komme ich da rein oder ich muss das Firmen-VPN abschalten oder ich habe Echo oder. Ne, da feilt sich dann auch immer noch mal die FAQ und die Online-Hilfe und dann laufen die Events viel smoother. Und man hat auch noch mal diesen Community-Effekt, dass man einfach eine Woche vorher noch mal so einen Peak setzt. Ne? Man hat noch mal so einen Startschuss. Alle, die dabei sind, da kommen nicht alle. Wollt es irgendwann mal auswerten, wahrscheinlich so irgendwas um 60-65% der Leute, würde ich schätzen. Die haben sich aber alle schon mal gesehen, da entstehen Session-Ideen, da kommen nochmal Einreichungen im Call for Participation. Also die Stunde ist, finde ich, recht gut investiert. Wer da reingucken will, da gibt es die, von allen Jahren gibt es die Aufzeichnungen, die da verlinkt ist, das ist jetzt die von diesem Jahr. Simon? Ja? Was ist eigentlich was würdest du sagen, ist der große Vorteil von Britix gegenüber Eventbrite? Ist es einfach günstiger, wenn man Geld verlangt? Oder war es auch im Handling einfacher und durchgängig zum Vernetzer und in andere Sachen einzubinden? Also vom Handling würde ich sagen, ist es ein bisschen komplizierter, weil sie viel mehr Einstellmöglichkeiten haben. Vorteil ist natürlich, dass es keine Ami-Bude ist, sondern deutsche Serverstandorte und so weiter, ne? Was vielleicht hilft, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hat man mit Eventbrite aber auch nie Probleme. Jetzt dieses Jahr war für uns der Hauptvorteil, dass sie mit unserer Haupt-Event-Plattform Venueless integriert waren und automatisch, wenn jemand ein Ticket bezahlt hat, er oben auf dem Ticket per Single Sign-On den Link in die Event-Plattform hatte. Na, und das hatten wir letztes Jahr, hatten wir Remo. Und da haben die Leute quasi ihre Tickets über Eventbrite geklickt und dann mussten wir sie in die Telegram-Gruppe einladen. Gut, das konnte man über die Auto-E-Mail machen. Dann mussten wir sie im Wiki mit einem User anlegen und dann mussten wir ihnen den Remo-Link zukommen lassen. Und die drei Schritte waren dieses Jahr weg. Okay. Außer bei denen, die das nicht gecheckt haben, wo sie ihren Venueless-Link finden. Aber das waren nur ganz wenige. Genau. Genau, und du kannst auch so Rollen vergeben. Ne? Du kannst dann zum Beispiel sagen, du hast ja oft den Prozess, Orga-Team kriegt Freitickets. Ne? Dann konntest du gleich sagen, okay, steht auch in Lessons Learned, weil das wusste man nämlich vorher noch nicht. Kannst du gleich sagen, wenn jemand über den Event-Code sein Ticket holt, ist der Orga-Team und dann hat er in Venueless die und die Rechte. Dann darf der Seiten bearbeiten und Big Blue Button-Räume einrichten und sowas. Das würden wir das nächste Mal machen, wenn wir es nochmal machen.
Da können wir aber nachher auch gerne mal reingucken in das Pretix, wenn euch das interessiert. Das ist, kommt hinten bei Infrastruktur dann. Mhm. Danke. Gut, soziale Medien, klassisch, da waren halt über buffer.com so diese Standardsachen, also die getimten Posts, ne, dass die zeitgleich nach Twitter und LinkedIn posten, ne, wo so ein bisschen dieses Save the Date, wenn es Neuigkeiten gab im Programm, Daniel Messick kommt. Da haben wir einfach gelernt, wenn man das so selber im Alltag macht, das ist schlecht, weil das vergisst man dann meist. Und dann kommt immer mal so ein Burst wieder und dann kommt eine Weile nichts. Ne? Deswegen ist da eigentlich Buffer so meine Waffe der Wahl. Weil in dem Moment, wo das erste Orga-Team-Treffen rum ist und die Timeline steht, trägt man da die ganzen Posts ein und dann schnurrt es vor sich hin und man muss sich nicht mehr drum kümmern. Und wenn es was Besonderes gibt, kann man das ja trotzdem noch zusätzlich posten. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist so ähnlich wie Hootsuite oder Hootsuite oder wie das ausgesprochen wird. Das teste ich gerade, das Hootsuite. Das waren gerade 90 Tage kostenlos. Das ist eine Katastrophe. Ja, ich fand kannst LinkedIn, kannst nicht einmal Leute taggen auf die Bilder nicht, auch so nicht irgendwie. Und dann willst du Instagram ausprobieren, dann musst du dich erst auf Facebook anmelden, weil die wieder Data-Analyse und was weiß ich. Ja, genau. Und Twitter kannst du aber immer einen gleichzeitig, also einen Kanal bedienen. Also das heißt. Ja, also das kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben auch nicht mehr Twitter-Kanäle und in der Facebook-Welt sind wir nicht. Deswegen weiß ich es da nicht. Aber jetzt für Twitter, LinkedIn und halt hauptsächlich diesen Anwendungsfall getimed zu posten, zeitgleich an zwei Kanäle, dafür ist das super. Super. Genau, und Finanzierung, wir hatten halt, wir gucken immer so, dass wir so eine ganz gute schwarze Null hinbekommen. Die Tickets waren 149, wir hatten 125 Teilnehmende. Davon ging so gut die Hälfte Tickets an die Supporter, ne? So Firmen wie Christian Datev sind Supporter, die kriegen 3 Freitickets und die Leitfadenteams haben Freitickets gekriegt, ne? Weil die ja sozusagen diese ganze Community auch recht erhalten. Also das war so die Habenseite und unten sind die groben Kostenblöcke. Also das Venueless, das waren so gute 1300. Da gab es irgendwie so ein Basispaket, kann ich nachher noch was dazu sagen. Das kostet, glaube ich, 800 für bis zu 100 Leute. Und dann muss man für jede 100 weitere muss man quasi nochmal was bezahlen. Und dass wir die Woche vorher dieses Testevent machen konnten, das war auch nochmal ein 100er irgendwie. Also das lief da irgendwie auf 1300 raus. Das Pretix habe ich mal versucht über den Daumen zu peilen. Das sind ja diese prozentualen Gebühren. Ne? Also die zwacken dir so ein bisschen was pro Ticket ab. Das ist ein Tick weniger als bei Eventbrite und Xing Events. Aber ja, da geht es um 5 Euro hoch oder runter. Also das war ein 100er. Des Pre-Talks, da stellt man einmal am Anfang ein, mit wie vielen Teilnehmern man rechnet und was die Tickets kosten und dann kriegt man einen Preis dafür und bezahlt das. Das komme ich nachher auch noch drauf, das ist das Programm, mit dem wir die Programmplanung gemacht haben. Also diese, was ihr dann gesehen habt, ne, diese Räume, wann sind die verfügbar, Lightning Talks und so, das ist alles aus den Pre-Talks ausgespielt. StreamYard ist unser virtuelles Videostudio gewesen, das kostet in dem Plan, den wir hatten, 20 pro Monat. Und das hat man halt die 4 Monate vorhaben, schon ein bisschen drin rumzuspielen. Work Adventure hätte man theoretisch auch kostenlos gekriegt. Also bei Work Adventure kommt er von der Firma aus Frankreich, von TCM. Und der Trick da so ein bisschen ist, man hat die Trennung zwischen der Karte, auf der man spielt oder auf der man ist, und dem sogenannten Play Server. Das ist der Server, der die dann darstellt im Browser. Und bei Work Adventure selber ist es so, dass nur noch Karten, glaube ich, bis 10 Leute kostenfrei sind. Und dann geht es relativ schnell ins Eingemachte, was die Kosten angeht. Können wir auch, wenn es euch interessiert, können wir nachher aufs Pricing mal schauen. Das ist aber Open Source Work Adventure auf GitHub. Also du kannst ja quasi selber deinen Play Server einrichten. Wir hatten eigentlich vor, uns bei Hetzner hier selber einen Play Server zu betreiben. Dann war das aber zeitlich zu eng. Und dann habe ich angefragt da aus dem CCC Binary Kitchen in Regensburg, der Hackspace, die haben einen und haben ihn da nicht gebraucht an den 2 Tagen, ob wir den nutzen können. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem. Und dann haben wir den halt 200 Euro gespendet hinterher dafür. Da waren die froh, wir haben eine Spendenquittung gekriegt und der hat rock solid funktioniert, die 2 Tage. Also mit so 100, 200 Leutchen da, das sind eh alles Maschinen, die sich langweilen den ganzen Tag. Nochmal zum Verständnis für mich. Also das heißt, wenn du deinen eigenen Server hast, seinen Play-Server, dann musst du Work Adventure nichts zahlen. Genau. Also du kannst, wenn du dir so typisch bei Hetzner, so eine virtuelle Maschine, 5 Euro im Monat, da schmeißt man sich so einen Docker-Container drauf und da kannst du 150, 200 Leute mit bedienen. Okay.
Genau. Da ist auch, also bin das interessiert, da gibt es hier Work Adventure. Können wir nachher mal gucken. Na, da gibt es hier das GitHub-Repo, da ist das drin und unten im GitHub-Repo steht die quasi die Anleitung. Ne? Hier steht drin, wie man das auf dem eigenen Server bringt. Ich wollte mal mit dem einen aus dem CCC, der das schon oft gemacht hat, mal so eine Session machen, der eigene Work Adventure Server in 30 Minuten. Ne, wo wir wirklich sagen, wir klicken uns so einen Space bei Hetzner und bringen auf dem einen Work Adventure zum Laufen, in den dann in den letzten 15 Minuten in der Session alle drin spielen können, ne, dass man mal merkt, wie schnell das eigentlich geht. Ne, und da ist ja Work Adventure im Moment das einzige Tool von diesen 2D-Tools, die du wirklich selber bei dir betreiben kannst in einem eigenen Rechenzentrum, ne, weil die ganzen Gather, Remo und so weiter ja alles nur Software as a Service ist, die kriegst du ja gar nicht einzeln. Genau, also da können wir mal was machen. Ich habe es nicht ganz konkret auf der Taskliste, aber so im Hinterkopf. Das würde ich ganz gern mal machen irgendwann. Genau, dann hat man halt Musik. Da hat man ja diesen Enno Bunger. Und Christian sich gefreut hat, dass Enno Bunger kommt. Den hatte ich auch relativ kurzfristig auf den Schirm bekommen, weil der hat so einen ganz coolen Talk in der Republika gemacht, wo er halt genau diese Story erzählt hat, wie ihn das als Musiker getroffen hat, die Pandemie, und dass die eben nicht den Kopf ins Sand gesteckt haben, sondern sich eine eigene Plattform gebaut haben. Und der hat halt einen Tausender dafür gekriegt und dann musste noch irgendjemand, weil an dem Abend hätte jemand anders geprobt, den musste noch schmieren oder überzeugen, dass der den Proberaum freigibt und hat gesagt, den muss er einen Hunderter geben und dann hat es halt 1.100 gekostet. Genau, und das war aber auch ganz cool, fand ich. Also das war ein schönes Konzert, das war gut zu hören. Ein paar hatten Probleme mit der Kamera, das war so eine eigene Plattform, Micdrops heißt die. War aber wirklich vom Sound, vom Audio halt viel besser, als wenn man das so über so ein Videokonferenz-Codec irgendwie drüber schiebt. Ne? Das ist immer nicht so schön. Konnte man leider nicht aufzeichnen, weil sonst hätten wir jetzt die GEMA am Hacken wahrscheinlich. Genau, und dann haben wir halt den Orga-Team, wie gesagt, so ein Merch-Paket geschickt, außer dem Olli. Beziehungsweise bezahlt haben wir es auch, Olli, da ist aber angekommen, ist es nicht. Aber da gucke ich nochmal nach. Und die Kids, die bei der Mindtest-Challenge dabei waren, die haben noch Amazon-Gutscheine gekriegt und so. Dann haben die hinterher auch noch so Mails geschrieben und Fotos gemacht, was sich dafür gekauft haben. Das war auch ganz lustig. Also das ist mal so grob. Durchflug durch so Orga allgemein. Da ist der Thomas noch. Servus. Genau. Ja, wie schaut es da aus? Habt ihr da zu dem Blog noch irgendwas, was euch noch interessiert? Ja, ich habe die Frage, wann meine Frage eigentlich hier an der richtigen Stelle ist. Und zwar geht es ja um diese Tools. Ich sprach ja über interne Veranstaltungen. Wir haben ja das Problem, dass die Sachen, die intern angeboten werden, für solche Art von Veranstaltungen ja eher oft nicht so klug sind. Und ihr hattet ja jetzt eine Sache, wo also alles browserbasiert. Was sind deine oder eure Erfahrungen? Was kann man intern, also wo kriegt man Schwierigkeiten mit der IT? Und wenn man sowas dann für interne Veranstaltungen auch. Kommen wir vielleicht da genau in diesem nächsten Block dann dazu. Okay, alles klar, gut. Dann virtuelle Infrastruktur. Zieh zurück, ja. Naja, völlig okay. Wollte nur kurz quasi Gelegenheit geben, wenn es zu dem davor noch was gibt. Ja. Das ist eine ganz witzige Story, ich weiß gar nicht, ob ich die rausschneiden muss, wahrscheinlich nicht. Wir sind ja letztes Jahr zu Remo gekommen über den Winnie von der Telekom, weil die quasi Telekom-Events auf Remo gemacht haben. Und dann fand man das irgendwie cool und haben das genutzt. Und dann hat bei der Telekom irgendwann mal jemand nachgefragt, wo läuft eigentlich dieses Remo, und kam halt raus, Google Cloud, und dann durften das auch nicht mehr benutzen. Das ist jetzt auch eben, ich glaube, da läuft jetzt auch ein Work Adventure Proof of Concept Projekt, aber das ist gar nicht so leicht. Also das kann man an wahrscheinlich 3 Fingern abzählen, was da an internem Tooling zur Verfügung steht. Aber da kann ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Unter anderem eins auch auf Microsoft Teams Basis, was ich ganz interessant finde. Genau. Ne, schön, dann schauen wir in den nächsten Block rein, virtuelle Infrastruktur. Ich versuche immer überall ein bisschen dazu zu sagen, was man intern nutzen könnte dann vielleicht. Also Webseite war einfach, ne, die, weiß nicht, wer die gesehen hat, das haben wir so ein bisschen geklaut und abgeguckt damals beim Ralf Stockmann, weil der die Sendezentrumsseite auf, die sah irgendwie so schick aus, und irgendwann habe ich ihn gefragt, was er macht, dann sagt er WordPress, dann sage ich, wie geht denn das mit WordPress? Na, wie gesagt, der Trick ist einfach, man braucht hier dieses Enfold-Theme. Das ist so ein Page-Generator, der sich auf WordPress oben drauf setzt. Dann kann man den einzelnen WordPress-Seiten sagen, mach die Navigation weg und so weiter und mach mir hier so schicke, sieht man jetzt nicht mehr, Countdowns und
so Pfeile und diese Bildgalerien und so, das kann man alles klicken. Ne? Und das heißt, wie man oben in der URL sieht, an sich ist das eigentlich nur unsere Webseite. Und wir müssen aber jetzt für die Landingpages nichts Eigenes betreiben, ne? Sondern sagen nur den einzelnen Seiten, blend da mal außenrum alles aus und machen das eben dann mit diesem Enfold-Theme. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, 69 Euro im Jahr oder so. Und da sind diese ganzen Seiten gemacht, die eben nicht außenrum noch irgendeinen Cognion CI haben sollen. Und wir müssen aber nicht extra nochmal irgendwo eine Plattform betreiben, sondern machen das halt ganz normal auf unserem Webhosting mit drauf. Das finde ich eigentlich ganz smart. Würde man intern wahrscheinlich mit SharePoint Online machen. Also da sind jetzt auch die ersten Events im Herbst bei Firmen, die schon umgestellt haben ihr Intranet auf SharePoint Online. Und da habe ich tatsächlich mal so eine Session neulich gemacht, wo ich die LostCon-Seite intern auf SharePoint Online nachgebaut habe, um zu zeigen, wie man das machen kann, ne? Wie man das auf dem Webbaukasten eben machen kann. Wird nicht ganz so schick, aber WordPress ist in der Regel in Firmen keine Option. Außer man ist bei SAP. Genau. Genau, dann die Online-Plattform, das ist vielleicht spannend. Da war Venueless im Einsatz. Das war dieses Jahr auch das erste Mal. Moment, was brauche ich da? Ich brauche mein OneNote. Ich hatte vorhin schon gesagt, uns hat letztes Jahr dieses Administrative ziemlich viel Arbeit gemacht. Und ich wollte dieses Jahr was haben, was uns weniger Arbeit macht und was integrierter ist. Ne? Und dann landet man bei so Sachen wie Hopin oder Gather oder Work Adventure oder. Und das Venueless kommt eben aus dem gleichen Haus wie Pretix und Pretalks auch. Also da können wir mal, ich klicke mal hier auf die Seite drauf. Seht ihr das mal? Ne? Venue ist ja quasi der Ort für eine Veranstaltungslocation. Less heißt halt einfach ohne. Und was mich da letztes Jahr schon angesprochen hat, die gab es letztes Jahr schon, war so diese Integration. Ne, dass die sagen, Ticketing und Programmplanung und Location aus einer Hand. Fand auch das Preismodell ganz gut, ne, dadurch, dass letztes Jahr eben die Remos gemerkt haben, was sie da für ein cooles Tool haben, ist Remo irgendwie immer teurer geworden. Und dann war das eine ganz gute Alternative, ne? Hatte ich ja vorhin gesagt, wir hatten da dieses Basispaket, 7,99 €. Die 220 Euro obendrauf, weil wir halt mehr als 100 Teilnehmende hatten. Nochmal 100 obendrauf, weil wir eine Woche vorher den Vorabtermin gemacht haben. Und dann kriegst du halt hier so ein LostCon21.venueless.events. Spannend ist, wenn ihr googelt nach GitHub und Venueless. Quasi das ganze Venueless ist auch auf GitHub. Also wer quasi das in seinem eigenen Rechenzentrum betreiben will, kann sich das Venueless auch holen. Das finde ich immer angenehm. Ne? Da schaue ich immer so ein bisschen bei unserer Tool-Auswahl drauf. Ne? Sowas wie jetzt WordPress selber oder auch was wir für die Community einsetzen, das Discourse. Theoretisch kann ich das auch alles selber betreiben. Ne? Und deswegen fand ich das ganz spannend. Das würde ich euch auch gerne mal zeigen, für die nicht dabei waren. Moment, da brauche ich nur gerade den Link hier, dass ich da reinkomme. Work Adventure Venueless. Aha, okay, die haben uns schon rausgeschmissen. Shit, dann müssen wir es anders machen. Dann machen wir das so. Das habe ich nicht alles testet. Das habe ich gestern nicht mehr getestet. Letzte Woche bin ich da noch reingekommen. Genau, hier ist ein Screenshot drin. Den mache ich mal ein bisschen größer. Kakomat. So, also so sah die Oberfläche aus. Das, was einem das Venueless gibt, ist quasi hier diese, das eine Single Sign-On, hatte ich vorhin gesagt, dass ich vom Ticket mit einem Klick hier reinkomme und kein Login-Passwort brauche. Das finde ich immer schon ganz gut, dass Leute sich nicht ein eigenes Login anlegen müssen. Na, und das Venueless gibt mir hier erstmal diese linke Seitenleiste, die ich relativ frei gestalten kann. Da kann ich ja, wie so ein kleines CMS Textseiten reinhängen. Also wir hatten zum Beispiel diese Willkommensseite, da stand halt drauf, was man alles braucht, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Dann hatten wir die Zeitplanseite, da war das Pre-Talks eingehängt. Dann wird automatisch ein Teilnehmerinnenverzeichnis generiert, wo man eine Übersicht über alle Profile sieht, also alle, die da sind, die Leute anchatten kann. Dann hatten wir diese Insel, das, was man hier jetzt rechts sieht im Screenshot.
Das war sozusagen unser Social Space, wo man sich austauschen konnte. Dahinter verbirgt sich Work Adventure. Ja, und das kann man eben in Venueless auch schön machen, dass ich sage, hier ist ein Navigationspunkt und dann wird hier in den iframe irgendwas von außerhalb geladen. Ja, in dem Fall jetzt zum Beispiel Work Adventure. Ich kann aber auch, wenn Leute abends sagen, sie wollen ihre Kinder mal auf Work Adventure lassen, ne, dann haben wir auch denen die direkte Work Adventure Adresse gegeben und dann kann man quasi auf die Insel gehen, außerhalb von Venueless. Na, dann die Bühne. Die Bühne war quasi unser Livestream-Endpunkt. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Das ist ein eigener Blog. Da haben wir das Live-Video ausgespielt von dem, was wir in StreamYard produziert haben. Na, also da waren die Vorträge, Impulsvorträge. Christian, genau. Christian muss weg. Ciao. Mach's Ciao. Gut. Die Lightning Talks, also von Tag 1, alles, was so zentral war, das lief über diese Bühne. Funktioniert so, dass einem die Venueless-Leute den sogenannten RTMP-Endpunkt geben, so ähnlich wie wenn man nach YouTube live streamt und dann kann man da drauf streamen und dann kommt das Video raus und dort hat man nochmal so einen Chat rechts am Rand und so Reaktionen, also Leute können klatschen und Daumen hoch und so weiter machen. Brücke zu intern, das ist das Gleiche, wie wenn ich in Microsoft Teams Events oder in Yammer Live Events sozusagen Livestream machen würde. Ne? Das ist technologisch das Gleiche. Da kommen wir aber nachher bei der Bühne nochmal drauf. Dann, das ist ein bisschen irreführend, hier steht Kanäle als Begriff. Kanäle ist so alles, wo man anlegt, wo man kommunizieren kann. Man sieht, wir hatten hier zum Beispiel das mit diesem Hashtag einen Textkanal, der hieß Infodesk. Dort konnte man Fragen stellen, das war einfach ein Chat. Und dann hatten wir die Räume für unsere Barcamp-Sessions und Workshops. Das waren Big Blue Button Videokonferenzen und die sind in Venueless integriert. Also die kriegt man quasi mit, wenn man Venueless einkauft, ne, das sieht man hier. Es gibt hier einen Modus für nur Workshop, da hat man quasi nur diese 10 Big Blue Button Räume maximal. Es gibt einen Modus für nur Livestream, da hat man nur die Bühne. Ne, und wir hatten dieses Kombi-Event, wo quasi die Bühne und die 10 Räume drin waren. Ne, also wenn man jetzt sozusagen nur einen Workshop macht, dann könnte man theoretisch das auch nur mit diesen Big Blue Button Räumen machen. Das Problem ist immer, dass man bei den meisten Formaten ein Plenum braucht, wo alle reinpassen. Und die schreiben schon, Big Blue Button geht 50 bis 80 Leute und das reicht halt meist für ein Event nicht aus. Also da braucht man dann meist noch was anderes mit dazu. Genau, das war das Venueless. Da habe ich mir nochmal aufgeschrieben, so Vorteil sehe ich da drin, dass das eben eine integrierte Plattform ist. Warte mal, ich mache mal das Fenster zu, da kommt gerade die Müllabfuhr, sonst wird es ein bisschen laut. Also das Integrierte fand ich besser als letztes Jahr, dass eben Livestream und die Breakout-Räume mit dabei sind. Bei Remo haben wir ja letztes Jahr die Breakouts machen müssen, extra nochmal über Teams-Konferenzen. Das war dieses Mal drin. Und das Single-Sign-On über die Ticket-Plattform. Das hat wirklich viel Arbeit gespart. Dass man sagt, mit dem Anmelden muss man sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Nur den Leuten sagen, wo sie es finden. Nachteil der ganzen Plattformen, das ist Remo, Gather, Work Adventure, das Gleiche. Man kann es eigentlich auf dem Smartphone nicht gut nutzen. Also theoretisch geht es und man sieht dann immer, Work Adventure hat hier das gemacht und da kann man jetzt auch mit, keine Ahnung, Pfeilen steuern. Ich habe das ein paar Mal probiert. Das war immer nicht so, dass ich gesagt habe, darüber würde ich gerne dran teilnehmen wollen oder so. Ne? Das ist, wenn dir jemand eine Webseite schickt und sagt, hier sind die Sessions und die Links sind alles Zoom-Konferenzen oder so, ist das viel einfacher, weil es halt auf dem Smartphone einen Zoom-Client gibt. Da hast du dann auch nicht alles im Blick, ne? Dann siehst du den Inhalt und kannst den Chat nicht sehen oder so. Aber das ist schon deutlich besser, als es mit jetzt so einem Venueless oder, denk nicht an Venueless, eine dieser integrierten Plattformen ist. Genau, Ticketing lief über Pre-Tix. Ich weiß nicht, wollt ihr das mal, soll ich da mal euch reingucken lassen? Können wir ja, mal schnell. Ja. Ich mache viel über Eventbrite. Du machst viel über Eventbrite? Ja, genau, die ganze Corona-tiefe Workshops. Genau, also ich bringe mal hier rein. Audio-Barcamp ist zum Beispiel schon wieder angelegt. Ne? Also man hat quasi in seinem Account, legt man die Events an. Da gibt es dann automatisch auch einen Shop dazu. Kann man sagen, wann der veröffentlicht wird. Man hat hier eben an der Seite die Einstellungen. Ne? Das fängt an bei den ganzen Grundeinstellungen. Also wie heißt das Ding? Man kann das mehrsprachig machen. Ne? Man kann das Shop-Design anpassen, die E-Mail-Texte anpassen.
Man kann die Zahlungsweisen anpassen, also ob man Banküberweisung machen will. PayPal fand ich jetzt überraschend, es haben ziemlich viele PayPal bezahlt auf der LostCon auch. Also man sieht schon an der Menge der Knöpfe, die es hier gibt, dass das sehr, sehr viel umfassender ist, als es in Eventbrite ich das wahrgenommen habe oder auch in Xing Events. Mhm. Ja, da hat man vielleicht so 10 Reiter, in denen man was einstellen kann. Dafür ist es aber auch viel flexibler. Ja, also da würde ich empfehlen, wenn ihr das mal irgendwo nutzen wollt, da muss man sich mal eine Stunde nehmen und durch diese ganzen Einstellungen mal durchklicken. Und dann ist es aber auch super, weil es viele Sachen hat, da ist es einfach viel mächtiger als jetzt ein Xing Events oder ein Eventbrite. Hier unten vielleicht noch, das ist dieses Interface, um E-Mails zu verschicken. Das heißt, hier rüber kann man jetzt quasi Betreff, Nachricht und dann an alle Teilnehmer was verschicken. Und man hat einen Audit Trail, also so ein E-Mail-Verlauf, den man jetzt hier schon raus... Ach ne, hier gibt es noch keine, weil es ist Audio-PC. Da kann man quasi sehen, was alles rausgegangen ist. Und man kann auch den E-Mail-Versand automatisieren. Also man kann sagen, wenn sich jemand angemeldet hat, bekommt er was eine Woche später wieder, eine Woche später wieder. Also das finde ich recht flexible Geschichte. Muss man das erst einmal dann immer gleich anfangen oder sind das schon auch vor ausgewählt? Bei Eventbrite sind ja dann irgendwo Willkommens-E-Mail standardmäßig und das 2 Tage vorher ist drin und 2 Stunden vorher. Sorry. Genau, also zum einen das, zum anderen, da haben wir jetzt auch schon schmerzlich gemerkt, du kannst, wenn du, ich bin halt einfach hergegangen und habe vom Audio-Only Barcamp im April das kopiert dafür. Und dann werden die ganzen Benachrichtigungen, diese E-Mail-Texte natürlich mit kopiert. Dann schickt mir gleich eine Stunde später der Jörn eine Mail und meint irgendwie so, er kann noch gar keine Session einreichen. Und es lag halt dran, dass da noch der Call for Participation aus dem April verlinkt war. Und der war natürlich schon geschlossen. Ja, also da hilft es einem, dass man es kopieren kann, aber man muss halt trotzdem nochmal durchgehen alle. Ähnliche Fehler sind auf Eventbrite auch passiert. Ja, genau. Also das, genau. Genau, dann haben wir dieses Pre-Talks. Das ist quasi, ich meine, das ist so ein bisschen so eine Philosophiegeschichte. Da wir mit Karl-Heinz sind wir da immer mal so am Sprechen. Ne? Was ist eigentlich so das Wunschtool, was ich mir wünschen würde für so ein Barcamp? Es gibt ja viele Barcamps, die einfach hergehen und sagen, hier ist unser Sessionplan als Google Doc oder ein Whiteboard, hängt euch da rein. Ja, das ist natürlich cool, weil damit habe ich wenig Arbeit. Passt auch zum Barcamp-Modus, weil ich da ja typischerweise keine Jury habe, kein Komitee habe oder sowas. Aber ich kriege natürlich die Einreichungen sehr unstrukturiert und in keinem sauberen Workflow und ich habe keinen sauberen Kommunikationskanal zu den Teilnehmenden. Ja, deswegen haben wir eigentlich schon seit dem LernOS Camp 2019 gesagt, wir wollen das lieber über ein Programmplanungstool laufen lassen, was mir am Ende so ein, will ich hier mal zeigen, na, das gibt mir halt hier so eine Landingpage, dann kann ich hier Einreichungen machen, na, und kann bei der Einreichung vergeben Titel, könnt ihr jetzt hier sagen, ist schon geschlossen, hier war die Auswahlfeld, ist es ein Lightning Talk, ist es ein Beitrag fürs Abendprogramm oder ist es ein Session Workshop für Barcamp, kann eine Beschreibung machen, Notiz machen und dann reiche ich das ein. Dann landet das hier im Backend unter Einreichungen. Und die Leute, die Programm machen, können dann sagen, okay, ist das angenommen, ist das abgelehnt, hat man Rückfragen. Ne, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn Sessions reinkommen, die halt augenscheinlich irgendwie gar nichts mit LernOS zu tun haben, dann haben wir es erstmal nicht angenommen, sondern haben erstmal rückgefragt, wo der LernOS-Bezug ist und die Leute dann gebeten, vielleicht ihren Text nochmal ein bisschen anzupassen. Haben es dann angenommen und dann mussten die es nochmal bestätigen und dann hast du es quasi im Pool deiner Programmelemente drin. Ja, und dann kannst du hier bei Programm, dort kann man dann im Prinzip die Räume anlegen. Also da haben wir die Räume angelegt, so wie sie halt im Venueless ihr die auch gesehen habt. Man kann den einzelnen Räumen dann auch sagen, wann sie Zeit haben. Ja, also das sind einfach hier so grüne Flächen, weil wir zum Beispiel die Sessions und die Workshops ja nur an Tag 2 hatten, also an dem Freitag. Und dann kann ich quasi über diesen Editor, dann sieht man hier alle Talks, die angenommen sind, aber noch nicht zugewiesen. Und die ziehe ich dann per Drag and Drop rüber in die Räume. Na, da sieht man, hier ist zum Beispiel die Staffel der Lightning Talks, viele 5-Minuten-Sachen. Aber hier sind dann auch die Impulsvorträge. Und an Tag 2 geht es dann in die Breite. Also das war quasi unser Session Grid, wenn man so will, ne, für die ganze Veranstaltung. Bühne 2-mal und dann die parallelen Räume.
Und immer, wenn ich dann jemand hier reinlege und sage, okay, jetzt veröffentliche ich eine neue Version des Programms, dann kriegen auch die Leute, die in dem Programm aktiv sind, eine E-Mail, deine Session wurde verschoben von 10 auf 11 Uhr, und damit sie nicht irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Na, der Vorteil, würde ich sagen, ist, man hat eine klarere Struktur und einen klaren Workflow auf der Programmplanung, aber es nimmt einem halt Flexibilität raus aus der Selbstorganisation. Also es ist nicht mehr so leicht für den Einzelnen, seine Session von einem Raum in den anderen zu hängen, ne, oder von einer Uhrzeit in die andere. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Muss man halt einfach wissen, ne, wie man das will. Wir haben gelernt, dass die meisten Sessions von den Leuten vorher schon vorgeschlagen werden. Da habe ich auch gar keinen Schmerz damit. Für mich ist das genug Selbstorganisation. Ne, es gibt niemanden, der darüber entscheidet, ob du reinkommst oder nicht, sondern kannst du selber die Sachen vorschlagen. Und dann habe ich das ganz gern, gerade jetzt bei so einem hybriden Event, also hybrid im Sinne von gesetzten Programm plus Sessions, dass es irgendwie eine Stelle gibt, wo man immer die aktuelle Version des Programms unter Kontrolle hat. Und dafür ist das ganz gut, dieses Pre-Talk. Genau, das habe ich unten nochmal reingeschrieben. Ne? Vorteil, klarer Prozess. Nachteil, Programm nicht sofort sichtbar, weniger flexibel. Da Pre-Talks, Pre-Talks noch irgendwas zum Nachhaken? Kann ich einen Schluck Wasser trinken mal zwischen rein. Okay, dann können wir uns das StreamYard mal anschauen. StreamYard war unser virtuelles Videostudio. Da muss ich mich erstmal einmelden. Moment. Ach, das geht über. Die machen das auch so, dass man, da kriegt man einen Code geschickt. So, okay, 759387. So, also. Können wir mal, ich glaube, wir können sogar in die zurückliegenden gehen. Also so ähnlich, ich weiß nicht, ob ihr YouTube Live-Events schon mal was gemacht habt. So von der Grunddenke ist es ähnlich. Geht auch über StreamYard. Ja, genau. Wollten wir eigentlich auch noch machen, aber die haben uns abgelehnt. Die wollten nicht, dass wir Livestreamen. Wir haben, glaube ich, zu wenig mit Videos gemacht vorher. Also als Organisation eingereicht? Ja, genau. Als Simon Dickert. Ja, okay. Genau, okay. Weil ich habe es auch privat und will es auch mal auf Coronative auch noch einreichen. Genau. Ja. Genau, also das heißt, man legt sozusagen so ein Livestream an, kriegt dann so ein Studio, gebe mal so einen Namen an hier. Na, und was ich ganz fluffig finde, ist zum einen, dass das halt komplett im Browser stattfindet. Das heißt, ich könnte euch hier jetzt einfach so einen Invite-Link schicken. Und so haben wir tatsächlich auch die ganzen Lightning-Talk-Speaker und so weiter reingeholt. Die hatten mal einen Outlook-Kalender-Eintrag gekriegt mit dem Invite-Link drinnen. Na, und die tauchen dann hier unten in dieser Liste verfügbarer Videoquellen auf. Ich weiß nicht, ob man das im Screenshare sieht, ich bin jetzt hier so ein bisschen ausgegraut, und wenn ich mit der Maus drüber gehe, steht hier Add to Stream. Na, das heißt, sobald ich jetzt hier draufklicke, lande ich im Stream. Wenn der Hans hier auch noch drin wäre, wärst du jetzt grau, ich könnte dich zum Stream adden, und dann würden wir automatisch so side by side, so ähnlich wie in der Tagesschau, nebeneinander sein. Wenn einer von uns seinen Inhalt teilt, also ich könnte mal zum Beispiel, nehme mal irgendein Fenster, nehmen mal das OneNote von gerade, ne, taucht das hier auf. Und dann kann ich hier sagen, will ich das Video groß und mein Content klein oder Speaker groß, Content groß, Speaker klein oder nur Content. Und das alles mit einem Klick. Und wir hatten überlegt, ob wir OBS nehmen dafür. Das wäre ein bisschen schwergewichtiger, da hätten wir ein bisschen mehr auch noch machen können damit. Haben dann aber gesagt, dadurch, dass wir es halt mit einem relativ kleinen Crew fahren, das ganze Event, reicht uns das. Wir beschränken uns auf die Funktionen und gehen mit dem einfacheren Werkzeug. Wo man auch wirklich, bei OBS ist es nicht ganz so leicht, dass man jemanden einen Link schickt und der kommt rein, dann brauchen die Leute wieder ein eigenes Tool, was bei 4 Impulsrednern und 11 Lightning Talk Speakern, das muss man mit denen vorher getestet haben, und das ist durchaus ein ganz ordentlicher Aufwand, den wollten wir uns ersparen. Man hat hier in dem Bereich so ein Backstage-Chat sozusagen, also da können die Leute, die hier sind, untereinander chatten. Jeder, der hier unten in dem Green Room landet, hört, was auf der Bühne passiert, kann aber noch nicht sprechen. Deswegen kann ich dann nur per Text chatten.
Und man hat eben diesen ganzen Branding-Bereich, ne, wo ich sage, wenn mein Event halt eine andere Farbe hat, dann sage ich hier 00FF00 und dann ist das ganze Ding in grün gebrandet. Ne? Also so diese kleinen Einblendungen, wie heißen die Leute zum Beispiel. Ne? Man kann Logos mit einem Klick ein- und ausschalten, diese ganzen Overlays. Man kann so Sachen machen wie Countdowns reinfahren. Na, da kann man sich auch beliebig, weiß nicht, ob beliebig viele, wir sind an keine Grenze gestoßen, Videoclips reinbringen, ne, wenn man in den Pausen so irgendwas hat oder Stream geht gleich live oder so. Man kann Hintergründe machen. Ne, sowas hier haben wir uns gemacht, damit halt, wenn dann zwei Leute zu sehen waren, hier eben die Logos sichtbar sind beispielsweise. Und es wird automatisch, also man kann bis an drei Endpunkte streamen. Also wir haben ja immer die Impulsvorträge, die Lightning Talk streamen wir auch über YouTube. Das heißt, aus StreamYard ging es zu YouTube und zu Venueless. Ne? Und es wird auch gleichzeitig noch aufgenommen hier in StreamYard. Also man kriegt hinterher die Videofiles zum Download. Also das war so, ist irgendwie nicht raketencool, das Tool, aber es hat genau das getan, wofür wir es eingekauft haben. Und dafür finde ich es eigentlich auch empfehlenswert. Und ja. Simon, die 80 Euro, die habt ihr für Jahreslizenz zahlt oder für Monatslizenz? Nee, 20. Wir haben die halt 4 Monate irgendwie gehabt. Ich hatte die ab Februar, glaube ich, gebucht. Also 20 kostet, glaube ich, im Monat. Genau, man kann sie auch frei nutzen, aber dann kann man nur eben bis zu 6, ihr konntet ja bis zu 10 Leute reinholen, genau. Insgesamt. Ja. Und man kann auch, man glaube, aufnehmen kann man dann auch nicht. Ja, genau. Also es waren irgendwelche, und es ist, glaube ich, gebrandet, ne? Steht irgendwie StreamYard in deinem Stream drin. Genau, also da sind die, das hier ist dieser Basic, ist der, den wir hatten. Wir hatten kurz überlegt, ob wir Full-HD streamen wollen. Kommen ja nachher bei der Hardware noch drauf. Ich glaube, nächstes Jahr würde ich kein kleines HD mehr machen im Stream. Also ich habe so Gefallen gefunden an guter Videoqualität in der Übertragung und würde wahrscheinlich nächstes Jahr Full-HD streamen wollen. No, und dann geht man halt mit diesem 39-Euro-Paket. Man braucht es auch nicht 4 Monate. Wenn man das mal gemacht hat, reicht es, wenn man es in dem Monat hat, wo man es braucht eigentlich. Letztendlich braucht man es gar nicht vorher dann. Genau. Genau, und damit kann man auch wieder in Richtung intern gedacht. Ne, man kann ja bei Microsoft Teams Events, da ist ja auch so ein noch viel rudimentäreres Studio integriert. Wir haben das jetzt schon mal getestet. Man kann quasi mit StreamYard auch nach Teams Live Event streamen. Da kriegt man auch einen RTMP-Endpunkt, trägt die Daten ein in StreamYard und streamt dann auf Teams drauf. Das funktioniert problemlos. Ja, das ist nämlich auch sowas. Wenn ich jetzt eine interne Veranstaltung habe, die ein bisschen größer ist, für so einen Workshop wahrscheinlich nicht, aber für ein bisschen größere und wenn es datenschutztechnisch kein Problem ist, ne, sowas wie StreamYard zu verwenden. So ein kleines Orga-Team für ein internes Event auf StreamYard habe ich die in einer Stunde geschult, dass die das machen können. Wenn es dann schon in Richtung, keine Ahnung, Hardware-Kameras und Hardware-Videomischer geht und so, brauche ich schon immer Agenturen dafür. Ne? Also das ist so genau dieser Punkt, wo man sagt, was kann ich machen mit Selbstfahrer-Ansatz. Die Firma, die Startup Hop-In, die haben ja StreamYard gekauft, aber sie lassen es separat als eigene Marke laufen. Ja, okay, echt? Ja. Interessant, das wusste ich gar nicht. Schauen wir mal da dazu gleich gehört, Hop-In. Und die haben das dann, wenn du dieses 99-Euro Hop-In-Paket hast, dann kannst du StreamYard auch nutzen da drin? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, also es ist schon noch nicht so lange her, es ist ein paar Monate, wo das bekannt gegeben wurde, dass die gekauft haben. Ja. Okay. Genau. Vorteil, wie gesagt, hohe Videobildqualität. Nächstes Jahr hätten wir die gern noch höher. Aber dieses Jahr haben wir halt alles 720p gemacht. Da komme ich unten auch nochmal drauf. Also kleines HD. Und das ist schon, das merkt man, finde ich, schon den Unterschied zu dem, was so diese typischen Videokonferenz-Tools irgendwie können. Ne? Das wird sicher, wenn man es in Full HD macht, nochmal unterschiedlicher. Da ist man halt viel näher an Fernseh von der Qualität, ne? Oder von dem, was man so auf YouTube typischerweise sieht oder auf Twitch. Und das hätte ich dann insbesondere für Hybrid-Event nächstes Jahr auch als Anspruch, dass man halt wirklich mit 2 oder vielleicht sogar 3 Kameras das produziert und dann in Full HD streamt.
Genau, Chat hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Slack als Backchannel fürs Orga-Team, sonst diese Kanäle, die ich euch gezeigt habe, den allgemeinen Kanal und den Infodesk, mit dem Nachteil, dass die keine Push-Notifikation auf Smartphone machen. Das fand ich ein bisschen blöd. Das war letztes Jahr tatsächlich besser mit dem Chat in Telegram. Ne, weil du hattest irgendwie eine Telegram-Gruppe, jeder konnte sich die einstellen, ob die pusht oder nicht. Wenn du halt Orga warst, war das echt cool, dass du gesagt hast, okay, jetzt alles, was da ist, geht zumindest mal das iPad an, dann kann man mit dem Auge drauf gucken, ist das was Relevantes. Ne, und das sind halt diese ganzen Websachen, die machen das halt nicht. Da musst du immer irgendwo einen Monitor stehen haben, wo dann der Chat durchläuft. Und es summt auch nichts in der Hosentasche und so. Also das, weiß ich nicht, das finde ich noch nicht optimal. Das wäre auch noch gut, wenn so ein Tool wie Venueless irgendeinen anderen Messenger, so Matrix oder Riot oder irgend sowas integrieren könnte. Weiß ich nicht, alles ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Genau, Videokonferenzen, da hatte ich glaube das meiste auch schon gesagt. Bühne, RTMP-Stream, kleines HD, Breakout-Räume, Big Blue Button. Hat ein bisschen gehagelt bei manchen, also da das ist so ein bisschen wie bei Jitsi, wenn ihr das kennt vielleicht. Ne? Da sind diese Einstellungen, also es ist alles browserbasiert mit diesem WebRTC-Standard und die holen sich die Einstellung, darf ich die Kamera verwenden, welche Kamera darf ich verwenden von den Browsern. Und wenn, je nachdem, welche Browser-Version du hast und auf welchem Betriebssystem, ist es dann anders. Ne? Und da muss man dann teilweise ziemlich tief in die Browser-Einstellungen, um den Leuten zu zeigen, wie sie es ändern können, welche Kamera verwendet wird oder welches Mikrofon verwendet wird. Das ist immer, wenn du das mit einem Videokonferenzdienst machst, der halt einen klaren Client hat, ne? So Teams, Zoom und so weiter, ist das einfacher, weil dann weißt du, dass dir wurscht, ob der auf Linux oder Mac oder wo auch immer ist. Du weißt quasi, wie die Gegenseite aussieht und das hat man bei diesen Browser-Tools nicht. Dafür hat es uns aber nicht mehr Ärger gemacht als Teams letztes Jahr. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt irgendwie anstrengend war oder so. Genau, den Barcamp-Teil Tag 2, also diesen zweiten Tag, den haben wir in Teams gemacht. Das haben wir auch relativ kurzfristig entschieden dann erst, als wir in der Woche vorher den Test hatten mit den ganzen Lightning-Talk-Speakern und gesehen haben, was das für ein Bälle-Jonglieren ist, wenn du schnell Leute in StreamYard rein und raus kriegen willst. Ne? Also gerade in so einer Vorstellungsrunde irgendwie, da haben sich ja doch irgendwie 80, 90 Leute vorgestellt. Du kriegst nur 10 Leute auf die Bühne in StreamYard. Ne, und da muss dann dafür sorgen, dass da immer genug in der Pipeline sind und die gleich wieder rausschmeißen. Und dann haben wir gesagt, das wird uns zu hektisch. Deswegen haben wir die Bühnensituationen an Tag 2 komplett in Teams gemacht und haben, das war vorher auch gar nicht geplant, aber das hat super funktioniert. Karl-Heinz auch gleich übernommen für ein Barcamp die Woche, gesagt, alle, die sich vorstellen wollen oder was pitchen wollen, heben die Hand. Die werden auch in Teams mittlerweile der Reihenfolge nach sortiert, wann sie die Hand gehoben haben. Und wir haben die auf der Tonspur kurz aufgerufen. Und wenn ihr euch das Video anschaut, dann war das ein sehr geordneter Prozess und wir haben sehr schnell die Leute in der Vorstellungsrunde durchgekriegt. Also das würde ich immer, also viele interne Barcamps laufen ja auf Teams, würde ich jetzt immer so wieder machen, sowohl für Vorstellungsrunde als auch für Session Pitch. Genau, Abendprogramm, das war diese MicDrops-Plattform. Da habe ich jetzt nur einen Screenshot. Ja, da sieht man den Enno quasi hier, der hatte auch so ein bisschen, der hatte so ein, wahrscheinlich auch so ein ATEM Mini-Mixer, so ein Videomixer, wo er Kameraposition umschalten konnte und hat da so ein bisschen Fu gemacht mit Hintergrundbeleuchtung. Und dann konnte man hier oben die Leute sehen, ne? Die, man sieht jetzt hier die plus 21, also 50 Leute gehen maximal in dieser MicDrops-Plattform und wir waren, glaube ich, immer so zwischen 25 und glaube im Peak irgendwas knapp über 40. Haben sie also nicht ganz ausgereizt. Und der Witz da ist eben, dass die komplett transparentes Audio haben. Also der kann alle Leute hören und alle Leute können ihn hören. Und wenn er dann anfängt zu spielen, kann er erstmal alle auf stumm schalten wieder. Und zwischen den Liedern konnte man aber richtig mit ihm reden, so wie wenn man in dem Raum gesessen war. Und das war, fand ich super, weil das mal so ein kleines Konzerterlebnis wieder war seit langem, obwohl es eben auch in Anführungszeichen nur virtuell war. Hat gut funktioniert. MicDrops.de, da kann man auch drauf gucken. Da gibt es auch mittlerweile andere Künstler. Also wer mal für seinen Geburtstag oder irgendwie Feiern oder sowas braucht und es noch nicht in Präsenz geht, ist durchaus empfehlenswert. Ich weiß nicht, Olli, warst du da auch abends? Ja. Ja, ich war auch abends. War genial. Also das hat mir sehr gut gefallen. Es waren auch einige dabei, die ihn wohl gekannt haben, ne, wo er schon mal auf Hochzeit war oder so. Das war dann auch recht emotional.
Genau. Also es war manchmal ein bisschen störend, weil es waren manchmal immer Ding an, Mikrofone waren an. Ja, also, er kann halt, wenn er Klavier spielt, ne, theoretisch, wenn er noch einen hätte, könnte der noch jemanden muten. Ne? Ich glaube, er hat immer, wenn er angefangen hat, hat er alle gemutet und dann hat er die quasi wieder, ja, konnte sich halt selber entmuten. Genau, Dokumentationssessions, Workshops, da kommen wir nach einer Nachbereitung nochmal dazu. Im Kern haben wir das genutzt, was Venueless uns geboten hat. Also das Big Blue Button bringt ja einen Chat mit und ein Etherpad pro Raum. Und wir haben zusätzlich nochmal ein großes Conceptboard angelegt, wo für alle Sessions quasi ein Bereich angelegt war, die das vorab gemeldet haben. Da kann ich, warte mal, schauen wir vielleicht auch kurz drauf. Conceptboard. Das ist auch was ich eigentlich immer wieder empfehlen würde, so für Barcamps quasi den Sessionplan und die Session-Doku auf einem Conceptboard zu sammeln. Mal, kann ich mal hier da so ein Beispiel. Ja, das ist ein anderes Event, aber da sieht man hier oben quasi den Sessionplan. Und für jede Session, die angelegt ist, gibt es hier unten sozusagen einen Bereich, wo die Sessions dokumentieren können. Und da hat man am Anfang überlegt, ob wir ein Board machen pro Session oder ob wir quasi alle auf einem sammeln und haben uns dann für eines entschieden, damit man so im Augenwinkel sieht, wenn gerade in den anderen Sessions was dokumentiert wird und dann vielleicht da auch mal drauf spitzt. Und ich würde sagen, das hat sich auch bewährt. Also bei gerade jetzt bei so kleineren Veranstaltungen, wenn man sagt mal so 100, 150 Leute, die sind ja nie alle gleichzeitig auf dem Conceptboard oder Mural oder Miro oder was auch immer halt eingesetzt wird. So 50, 60 Leute können die eigentlich alle ab und dann ist der Vorteil, dass man es alles auf einem Board hat und eine Dokumentation am Ende hat, finde ich ziemlich groß. Also das würde ich wieder so machen. Und man kann bei all den Boards sich Links geben lassen, die, wenn ich auf den Link klicke, direkt in einen Bereich zoomen. Ne? Also ich kann mir einen Link geben lassen, der meinetwegen den Sessionplan groß zoomt, wenn ich draufklicke. Oder eine Session-Doku groß zoomt. Ne? Und damit ist es ähnlich, wie wenn ich irgendwie ein Conceptboard-Link hätte pro Session. Ne? Und das sieht man schon so, das machen nicht alle. Aber so ein Drittel, Viertel, ein Drittel, je nachdem, was das für eine Community ist, nutzt es dann eben. Ne? Manche haben es eher im Etherpad gemacht, manche haben es eher im Conceptboard gemacht. Genau, das ist so also Infrastruktur. Habt ihr da noch irgendwas, wo man noch tiefer gehen soll? Nächster Block wäre dann Bühne und Bühnentechnik. Ich nutze die Zeit mal wieder, um ein Schlückchen Wasser die Kehle hinunterzuschütten. Okay, dann springe ich weiter. Genau, Bühne war wie letztes Jahr auch, hat man letztes Jahr genauso quasi bei uns im Coworking-Bereich in der Akademie hier in Nürnberg. Da waren vor Ort 4 Leute, quasi Moderation und Regie. Ich habe auch ein Foto gleich. Ne? Wir haben so einen mobilen, recht leichtgewichtigen Greenscreen, um den virtuellen Hintergrund zu machen. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr so ein bisschen als Tagline, wir treffen uns im Neuland, ne? Nicht Bonn, sondern Neuland, weil ursprünglich war es geplant, bei der Telekom in Bonn im Headquarter das zu machen, hat man das Neuland als Veranstaltungsort und dieses Jahr hat man ein bisschen mit der Metapher gespielt. Wir sind alle Videokonferenzmüde und treffen uns auf der Insel. Damit muss man natürlich in den Hintergrund irgendwie Insel bringen, ne? Und das macht man halt dann typischerweise so, das sieht man hier. Das ist so ein theoretisch 8 Meter breites Bühnenelement, wo man dann eben einen grünen Stoff reinbringt. Ne, das weiß gar nicht, was, ich habe es gar nicht ausgemessen. Ich schätze, bei uns waren es 6 Meter nur. Wenn man es ein bisschen aufwendiger noch machen will, macht man die auch eher in so einem U, also dass die Seiten quasi noch grün sind, weil dann kann man mit verschiedenen Kamerapositionen arbeiten und hinter den Leuten ist trotzdem noch grün, ne, weil der Trick ist quasi, in dem Videotool blende ich alles weg, was grün ist und dafür einen anderen Hintergrund ein. Wir haben da OBS genutzt, OBS Studio. Na, und sobald die Kamera aber jetzt irgendwo hier am Rand guckt, auch schon hier, wo es dunkel wird oder die Klammer ist oder da weiß hat, dann sieht man eben die weiße Wand. Und dann ist der ganze Effekt weg. Ne? Das heißt, wenn ich das nur als einen Plattenhintergrund habe, dann muss ich mit der Kamera auch platt da drauf gucken und sobald ich anfange, die zu schwenken, kriege ich quasi ein Problem. Das heißt, das könnte man, haben wir jetzt auch gesehen in den
Firmen, die so große Studios einbauen, die haben natürlich so 10, 12 Meter breite Bühnen und die gehen am Rand dann abgerundet nach vorne und das Grüne geht auch noch am Boden runter, dass ich quasi alles austauschen kann, wenn ich will. Bei uns ist es aber halt in Anführungszeichen das normale Büro in der Akademie und da kann man nicht so eine riesen Bühne reinbauen, weil dann baut man 2 Tage Bühne irgendwie und 2 Tage Bühne wieder ab. Ja, also das ist eigentlich dann vor Ort, das ist relativ unspektakulär, was da steht. Genau, von der Hardware ist auch eigentlich alles Consumer-Gerätschaft. Also der Streaming-PC war ein Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Schon ein bisschen größer, also das war ein i7 mit 32 GB RAM. Also der hat schon ein bisschen Power gehabt, den hätte man wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Also viele Firmen haben ja so i5 mit 16 GB oder so. Für das, was wir gemacht haben, hätte der auch gereicht. Und wir hatten einen zweiten ThinkPad da stehen als Stream-Kontrolle. Also das ist quasi immer so ein Aufbau, sieht man nachher auch noch auf dem Foto, dass man sagt, der eine Rechner produziert, der andere steht da und hat einen Kopfhörer und der zeigt das an, was die Teilnehmer auch sehen. Das heißt, wenn ich mal gucken will, ob der Ton passt oder so, gehe ich dahin, setze den Kopfhörer auf und höre das, was alle Leute hören, die eben remote sind. Browser für Wenderless und so weiter war Chrome. Der macht erfahrungsgemäß am wenigsten Schmerz. Und Videoregie und Videostream lief über StreamYard. Genau, das ist, weiß gar nicht, warum das hier steht. Na, das ist ja alles StreamYard. War kein OBS vor Ort, sorry. Lief alles über StreamYard, genau. Von der Audio-Video-Hardware war es ein bisschen anders als letztes Jahr. Letztes Jahr hat man so einen semi-professionellen Camcorder, so eine Canon. Nochmal kann ich euch auch zeigen. Also eigentlich die Kombi aus diesem Jahr und letzten Jahr wird die fürs nächste Jahr, wenn man so will. Media Lab brauche ich die Seite. Da. Workshop hier, da ist der Schrank. Da müsste eigentlich die Kamera drin sein. Hei. Sehr oft geändert. Genau, das ist die. Also das sind so semi-professionelle Camcorder, die schon so SDI-Anschlüsse und so weiter haben. Das ist so typischerweise so 1500, 2000 Euro Preisklasse, die schon recht lichtsensibel sind. Ne? Die liegen unter dem, wenn wir Chaos Computer Club was machen, da sind so ein bisschen größere Panasonics, die sind dann so 5.000, 6.000 Euro die Kamera ungefähr. Die sind, was so Lichtstärke angeht und Geschwindigkeit vom Zoom, halt schon einen ganzen Tick besser als das, was man dann so in der Preisklasse drunter kriegt. Ne? Also so, sagen wir mal, 500 bis 700 Euro Preisklasse, das sind solche Dinger hier. Kann man machen, aber ist, also ja, wenn man es umgehen kann, würde ich lieber die eine Stufe drüber nehmen. Da gibt es auch von Blackmagic gibt es mittlerweile einige, die so in dieser Preisklasse liegen, die sind auch sehr gut. Da kann man immer schwer einen konkreten Typ empfehlen, ne, weil da kommen jedes Jahr neue raus und da muss man immer gucken. Die 25er hier, diese XA, die haben wir eigentlich seit dem Adidas Learning Campus Projekt, was 2013, 2014 war und die tut immer noch ihren Dienst. Da gibt es immer noch wenige, wo ich sage, habe ich irgendwie Probleme. Ne. Da kann ich auch oben, sieht man jetzt hier nicht, auf der anderen Seite sind XLR-Eingänge, also dann kann ich hier vom Mischpult Ton zuführen, kann auf der Kamera zum Backup nochmal den Ton aufzeichnen und krieg halt ein sauberes Videobild raus für die Videomischung. Also das war 2020. Dieses Jahr hat man, was die Kamera angeht, super schlankes Setup gefahren. Wir haben nämlich nur eine Logitech Prio verwendet. Ursprünglich mit der Idee, also so sieht die aus, ne? Die hat unten dran ein Stativgewinde, also die stand auf dem Stativ. Ursprünglich mit der Idee, das ist eine 4K-Kamera, dass wir uns aus dem 4K-Bild 270p Teilbilder rausziehen können, um dann Close-Ups zu machen von den einzelnen Stühlen. Dadurch, dass die Bühne aber so schmal war, mussten wir die Stühle so stark zusammenstellen, dass wir kein Close-Up hinbekommen haben, wo der Stuhl an sich rauskommt. Also wir haben das eigentlich gar nicht genutzt. Wenn ihr euch das Video anschaut, ist quasi immer eine Kameraeinstellung. Ist immer die gleiche. Na, und leider muss man sagen, ist die Videoqualität doch deutlich schlechter, als sie von so einem Camcorder ist. Also ich würde im nächsten Jahr, ne, ich bin jetzt hier unten eigentlich in dem Block schon, spring gleich wieder hoch,
Ich habe es ja auch hingeschrieben, ich würde im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder einen Camcorder, also so ein, wahrscheinlich wieder die XR25 verwenden und vielleicht für eine Totale dann, wenn wir Publikum nächstes Jahr haben, über der Bühne nochmal so eine GoPro installieren, ne, dass man irgendwie den Blick in die Menge hat und da ein bisschen umschalten kann. Aber ich würde es nicht mehr mit einer Webcam machen. Man kriegt mit der, wenn man gute Beleuchtung hat, kriegt man die Webcam schon so, dass das einigermaßen sinnvoll aussieht. Aber wenn, gerade wenn man es jetzt, was weiß ich, auf so einem 50, 60 Zoll Bildschirm mal anschaut, sieht man dem Video schon an, wenn man 2020, 2021 vergleicht, dass es deutlich schlechter ist vom Bild. Könnt ihr mal machen. Das sind ja beide Outro-Videos auf YouTube. Genau, umgekehrt war es letztes Jahr so, dass der Ton deutlich schlechter war, weil wir letztes Jahr auf der Bühne einfach Audiokonferenz, also Freisprech-Hardware verwendet haben. Da war quasi von der Logitech Group, mal schauen, Logitech Group. Das ist die hier. Das ist eigentlich so ein Komplettsystem, ne? So eine schwenkzoombare Kamera mit einer Freisprecheinrichtung. Und es stand auf der Bühne letztes Jahr, stand dieses Teil, da kann man noch so einen Satellit anschließen. Das eine stand von mir, das andere stand vom Karl-Heinz. Und damit hast du halt das Grundproblem, dass deine Mikros ja dreiviertel Meter irgendwie weg sind von den Menschen, die sprechen. Und dementsprechend das System den Gain hochdrehen muss, dass der Pegel von dem Audio hoch genug ist. Und damit holst du dir den ganzen Raumhall rein. Also du hörst halt total den Raum. Ne? Das heißt, du musst eigentlich, das ist, würde ich sagen, ist eine echt harte Regel. Davon würde ich auch nicht mehr abweichen. Du musst mit den Mikros 5 bis 10 Zentimeter vom Mund weg. Und das heißt also Nackenbügel oder Headset oder du musst da irgendwie hinkommen. Ne? Oder du hast halt Bildausschnitte, wo du Kameras über die Leute, Mikrofone über die Leute hängen kannst. Das nimmt dir aber die Flexibilität raus, weil du nicht mehr rumlaufen kannst. Ne? Also das ist so ein bisschen wie bei Wetten, dass. Da kannst du nie Kameras oben reinhängen, weil der Thomas Gottschalk irgendwo rumgerannt ist. Ne? Und dann hört man ihn nicht mehr. Ne? Das geht halt nicht. Also das heißt, dieses Jahr hat man so einen Podcasting-Ansatz auf der Bühne. Wir haben im Prinzip die Headsets verwendet, so ähnlich wie das, was ich jetzt auch auf habe. Bisschen anderer Typ, aber im Prinzip das Gleiche. Haben so eine Stagebox auf die Bühne gelegt. Das ist eigentlich einfach nur so eine Verlängerung, dass man die Kabel nach vorne bekommt. Haben ein Mischpult im Einsatz gehabt. Das war sowas. Es gibt dann halt hier so, weiß ich nicht, 20 Eingangskanäle, die haben wir eigentlich gar nicht gebraucht. Ne? Da waren halt die 4 Headsets auf den ersten 4 Kanälen gehangen. Erkläre auch gleich noch, warum man Mischpult braucht in so einem Setup. Also das hat man im Einsatz. Dann hat man so ein Audio-Interface, auch ein uraltes, was quasi den Übergang in den Rechner gebildet hat. Das zeige ich auch gleich noch in dem Foto. Genau, die Musikeffektzuspielung, die war einfach über ein iPad. Ne? Also das hieß, auf den Kanälen hier hing nochmal so ein Klinkenkabel dran und das ging über einen Lightning-Adapter in den iPad rein und so konnte man dann die Mehrgeräusche und Musik und so weiter in den Stream einspielen. Na, jetzt habe ich da so ein Foto reingenommen, wo man mal die Bühne nicht ganz im sauberen Zustand, da war sie so fast aufgebaut, sieht. Also das hier ist das ThinkPad Carbon. Na, da hingen quasi die Displays dran, habe ich nachher auch noch ein Foto davon. Hier sieht man, sind die Stecker für die Stagebox, also damit ging es vor auf die Bühne, damit Karl-Heinz und Joachim und teilweise ich eben auch mit so einem Headset vorne sitzen konnten. Na, und dann ging hinten die Verkabelung raus, hier liegt dieser kleine Behringer, also dieses Audio-Interface hier. Und der geht quasi über USB hier auf so eine USB-C-Docking-Station, die dann wiederum in den Rechner reingeht. Na, also recht klein und übersichtlich. Der Grund, warum man ein Mischpult braucht, ist der, wir haben ja anders als in dem Livestreaming, wo ich sage, ich streame von der Bühne nur nach draußen, einen Audiorückkanal. Also wir wollen im Raum hören, wenn die Leute in Lightning Talk sprechen oder wenn jemand eine Frage stellt oder wenn jemand sich was sich vorstellt im Barcamp-Teil. Und das bedeutet, dass ich das Problem von Rückkopplungen bekomme. Ne? Wenn ich jetzt einen Lautsprecher im Raum habe und Mikros, dann sprechen die Leute aus dem Lautsprecher raus und es geht ins Mikro wieder rein, dann kriegen die das zurück. Dann kriege ich im schlimmsten Fall so Rückkopplungsschleifen. In dem Fall
geht er jetzt hier vom Rechner, das, was die Leute in StreamYard sprechen, geht in das Mischpult. Der Ton von uns muss über das Mischpult in den Computer zurück. Und wenn ich jetzt den Ton, der vom Computer kommt, also die Leute, die einen Lightning Talk zum Beispiel halten, ihn auch wieder zurückschicke, dann kriegen die Leute remote mit so ein paar 10 Millisekunden Versatz, hören die sich selber nochmal. Und das hält man nicht lang aus. Da wird man wahnsinnig. Also da kommt man komplett ins Stocken mit dem Reden. Deswegen muss man auf der Bühnenseite was machen. Das nennt man in Deutschland meist N-1-Schaltung. International heißt es Mix-Minus. Und das bedeutet einfach nur, dass ich dem Rechner zurückschicke, alle Signale, die über das Mischpult kommen, also Karl-Heinz, Joachim, ich, alles, Regie, Benedikt, Musik. Und Minus heißt, außer dem, was aus dem Rechner kommt. Das muss ich wegblenden, dass das nicht nochmal mit zurückkommt. Na, und dafür verwendet man quasi, weil die, was auf dem USB aus dem Mischer rauskommt, immer das Master-Signal ist, die Summe von allen, verwendet man hier so einen Send-Kanal, das ist dieser orange. Da kann ich mit einem einzelnen Regler nochmal einstellen, was geht quasi auf den Ausgangskanal. Und da sind im Prinzip alle aufgedreht, außer dem Kanal, wo wir die Leute hören. Der ist zugedreht und damit geht er nicht zurück an den Rechner. Ja, und das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn man das einmal gemacht hat und mal so ein bisschen gehört hat, wie sich das anhört, dann kommt man da ziemlich schnell rein. Genau. sowas ein bisschen größer, richtig. Richtig. Genau, wir haben den verwendet, einfach weil er im Lager stand noch. Man würde das wahrscheinlich jetzt, wenn man es neu macht, macht man es entweder mit so einem, Moment, habe ich das hier reingeschrieben irgendwo. Genau, es gibt von Yamaha, gibt es diese MG-Serie. Da hatte ich auch kurz vorher überlegt, so einen noch zu kaufen, aber den anderen, den kannte ich halt in- und auswendig. Deswegen hätte man sich in den neuen wieder einarbeiten müssen. Ne? Also ja, das ist schon riesiger. Da gibt es ein bisschen diese kleinere, ne? so ein MG12 oder so würde da wahrscheinlich reichen oder sogar noch eine Nummer kleiner. Der hätte jetzt für uns zum Beispiel schon gereicht, da ist man wahrscheinlich so bei 200 Euro. Oder wenn jemand im Podcasting-Bereich unterwegs ist, habe ich auch hier reingeschrieben, dieser Rodecaster Pro ist spannend, den hatte ich nur ausgeliehen zu der Zeit. Das ist so ein Mischpult, das ist eigentlich für Podcasting gedacht. Hat einen USB-C-Anschluss hinten und das Interessante ist, dass der in Software Mix-Minus machen kann. Also da kann ich in der Einstellung einfach sagen, gib mir auf dem USB Mix-Minus. Ne? Der hat hinten dran, können wir mal gucken, hier hat er quasi 4x XLR-Eingang. Also das hätte für uns genau gereicht, ne? 3 auf der Bühne und Benedikt in der Regie. Der hat 4x Kopfhörerverstärker, das würde auch reichen. Und dann hat er hier quasi USB und auf dem USB kann er Mix-Minus machen. Also das wäre eigentlich das schlankeste Gerät gewesen, mit dem wir das Setup hätten machen können, außer der Musikzuspielung, wobei Musikzuspielung hat ja auch nochmal Kanäle, also da kann ich hier entweder über Bluetooth oder über ein Smartphone-Kabel kann ich da sozusagen auch nochmal was einspielen oder ich kann es hier auf die Bank legen, aufs Soundboard legen. Na, wenn ich jetzt noch ein Publikumsmikro bräuchte, dann reicht der schon wieder nicht aus, ne? Da könnte man dann. Also wir werden jetzt nächstes Jahr, kann ich ja mal kurz, wenn der Christian das Video später schaut, der Plan für die Hybridveranstaltung ist mit dem Zoom L12 Live-Track zu gehen. Genau, und der hat halt, was Eingangsseite angeht, ein bisschen mehr. Ne? Da kann ich mit 8x XLR rein und habe hier nochmal 2x Stereo-Klinke. Und das bedeutet, dass ich da jetzt zum Beispiel nochmal ein Funkmikrofon oder ein Publikumsmikrofon oder so mit einschleifen kann und trotzdem mein iPad irgendwie auf einzelne Spuren hängen kann. Der hat hinten eine SD-Karte drin, das hier ist eine Aufnahmeeinheit. Das heißt, da drücke ich einmal auf den Knopf und dann zeichnet er den ganzen Tag als Backup auch noch mit auf. Also das ist im Moment die Planung für die LOSCON 22, das Herzstück, was die Audiomischung auf der Bühne angeht. Na, plus, wie gesagt, die Headsets, damit werden wir wieder gehen, denke ich. Plus, wenn man in einem Raum ist, wir planen aktuell mit 100 Leuten vor Ort und 200 remote. Also das heißt, da braucht man dann vor Ort auch PA-Lautsprecher und muss dann eben dafür sorgen, dass man keine Rückkopplungen hat und so weiter. Also so typische Veranstaltungsproblematik. Genau. Das nur, dass sich niemand irgendwie diesen Behringer da kauft, weil der nicht mehr so ganz aktuell ist. Kameras hatte ich gesagt. Wenn es geht, würde ich immer mit anständigen Kameras gehen. Diese Webcam-Technik kann man machen. Je weiter man weg ist irgendwie von der Kamera, desto schlechter die Qualität und desto mehr sieht man dann das Rauschen auch.
Display ist vielleicht noch ganz spannend. Wir hatten jetzt zwei Displays an der Bühne stehen. Einmal haben wir das StreamYard dort gezeigt, einmal das Venueless, ne, damit sozusagen die Leute, die auf der Bühne sitzen, habe ich ja auch in einem Foto, immer im Blick haben, wer ist gerade irgendwie im Stream zu sehen, also wer ist in der Videokonferenz gegenüber. Das ist jetzt ein Bild von Tag 2, Vorstellungsrunde der Sessions. Ne, das heißt, man konnte immer sehen, wer hat die Hand gehoben, wer spricht gerade und was wird den Leuten geshared, also was sehen die Leute im Stream. Ne, und dadurch, dass wir auch so 3-4 Meter von der Bühne weg saßen, macht es Sinn, dann nicht nur so einen kleinen Monitor hinzustellen, sondern ein bisschen was Größeres, dass man das lesen kann. Also ich habe auch schon gemerkt, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich musste dann auch, wenn der Chat so klein war, ein bisschen mit den Augen knallen und gucken. Also das ist sinnvoll, da muss man dann nächstes Jahr auch mal gucken, weil man natürlich vor die Bühne nicht groß Displays stellen kann. Da muss man dann irgendwie diese leicht schräg liegenden, wo man über die Displays in die Menge reingucken kann. Und trotzdem aber noch sieht, was da drauf, was da passiert auf dem Bildschirm. Genau, also das ist so mal ein Überblick zur Bühne und zu den Gedanken für nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wenn ihr da auch Tipps habt oder Ideen habt, was man da noch machen könnte oder was man anders machen könnte, auch gerne. Scheinbar nicht. Und Fragen auch nicht mehr? Ich frage immer nach, weil das es ist mal verdammt. Ja, naja, das, ich meine, das ist halt, wenn man jetzt so an internen Aufbau denkt, wenn du jetzt jemand hast, der Bühnentechniker ist oder so Präsenz-Events machst, ne, so Medienteams und so, die lachen sich in Ast, ja, weil für die ist das total easy. Wenn ich daran denke, als wir das erste Mal bei Kunden angefangen haben, solche Mischpulte aufzubauen, da haben die Leute schon allein anhand der Anzahl der Knöpfe irgendwie gesagt, das ist ja viel zu kompliziert. Und dann sagt, 80% der Knöpfe braucht ihr gar nicht oder 90. Ne? Aber du brauchst halt trotzdem dieses Mischpult, weil irgendwie du das nicht mit USB-Headsets machen kannst. Ne? Und das ist so eine Geschichte, finde ich, da muss man so diesen Sweet Spot finden. Ne? Was überfordert die Leute? Was kann ich wirklich im Preset machen, ne? Wo Sachen voreingestellt sind, wo man eben vor Ort nicht mehr viel machen muss? Also da wird man jetzt in Hybrid viel experimentieren müssen. Ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Thema wird. Ja. In der hybriden Welt, die kommt oder die schon da ist. Ja. Also wir haben das, da werden wir sicher auch experimentieren, das kann ich auch mal zeigen. Jetzt hier für die Akademie, für diesen Coworking-Bereich, da kriegen wir jetzt ab September, fangen da die ersten Veranstaltungen wieder an, wo du so, ich sag mal, 1-2 Handvoll Leute vor Ort hast und vielleicht so 20-30 Leute remote. Ne? Und sobald du mal 10 Leute vor Ort hast und es vielleicht noch Sommer ist, willst du denen vielleicht nicht solche Headsets aufsetzen. Ja, das heißt, was wir da gemacht haben, ist unter das Display ein Audio-Interface. Da kann ich mal gerade hier zeigen. Das sind so, wie heißen die? 18, 24, 10 müsste das sein. Also das sind so kleine 19-Zoll-Riegel. Die haben auf der Rückseite, wo ist die Rückseite? Hier haben die 6x XLR rein. Und was wir dann dafür gekauft haben, gibt es von Rode, Wireless Go heißen die Nummer 2. Das sind wirklich, also so wie es zeigt, die sind so groß, die Seitenlänge. Das hier in der Mitte ist ein Empfänger und das hier sind Sender, 2 Stück. Und die haben unten dran, haben die so einen kleinen Clipser. Moment, wo ist der? Da sieht man ihn so ein bisschen. Der ist von der Größe so, hier sieht man ihn ganz. Vom Kontrast nicht so toll. Von der Größe so, dass ich sie in den Blitzschuh von der Kamera stecken kann. Ich kann den aber auch aufklipsen und kann mit den hier oben dran machen. Ich habe das entdeckt bei den ganzen Sporttrainern, die jetzt so, keine Ahnung, Aerobic und so gegeben haben. Die haben oben an den Trainingsdingern oft so ein Teil klipsen. Und das Coole an den Dingern ist, dass die, da kann man quasi steuern, was aus dem Ausgang rauskommt, ob man die beiden Kanäle einzeln haben will oder gemischt. Ja, und das heißt, wenn ich jetzt auf dem Presonus 6 Eingangskanäle habe, kann ich theoretisch 6 solche Teile da drauf klemmen und habe 12 solche Clips-Mikrofone. Und kann jedem, der in die Akademie kommt, einfach so ein Mikrofon anklipsen und kann dann über Mute, Unmute in Teams zum Beispiel steuern, ob die zu hörbar sind oder nicht und kann über den Software-Control, also den kann man eben auch über eine App steuern,
kann ich theoretisch sogar die ganzen einzelnen Mikrofone ein- und ausschalten. Also ich kann sowas machen wie, wenn jetzt ein Trainer irgendwie was erzählt eine Weile lang, drücke ich auf den Knopf im Stream Deck und sage, jetzt hört man nur den Trainer. Natürlich, wenn jemand im Raum was sagt, hört man über mein Mikro zum Beispiel auch die anderen, aber eben nicht so laut. Wenn ich sage, jetzt ist offene Gesprächsrunde, dann schaltet man alle Mikrofone heiß. Na, und das wäre was, was ich mir auch für nächstes Jahr noch vorstellen könnte, dass man sagt, alle, die auf die Bühne kommen, kriegen eben so ein kleines Ding angeklipst. Da müssen wir jetzt mal noch ein bisschen experimentieren, wie das ist mit Rückkopplung, wie weit muss ich vom Lautsprecher weg sein, bevor das ordentlich alle wach pfeift. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Ne? Dann wird man von so Headset-Geschichten befreit. Aber wie gesagt, da haben wir ja noch ein knappes Jahr Zeit, uns das zu überlegen und auszuprobieren. Genau, dann würde ich in den letzten Block einsteigen. Können wir mal schauen. Ich glaube, der braucht auch gar nicht so lang. Ich habe ja gesagt, wir hatten so ein bisschen das Experiment letztes Jahr schon, das haben wir dieses Jahr noch einen Tick weiter getrieben. Wenn alles digital ist, hat man theoretisch die Möglichkeit, ziemlich viel aufzuzeichnen und zu veröffentlichen als Doku. Mehr als in Präsenz. Ne? Das ist, weiß nicht, Andreas, so Knowledge Camp und so, jeder, der so Veranstaltungen macht, weiß, dass immer Dokumentation ein Riesending ist, ne? Weil das will immer keiner. Will keiner hinterher noch was aufschreiben oder das ist immer so ein bisschen dünne. Und das, genau, Andreas nickt sehr gut. Und deswegen haben wir dieses Jahr schon bei der Session-Einreichung mit abgefragt, welche Session-Owner einverstanden sind, dass die Sessions aufgezeichnet werden. Und das haben auch von den ursprünglich 20 Sessions, haben 19 gesagt, kein Problem, machen wir. Das heißt, das war so ein bisschen die Indikation, dass man da möglichst schnell, möglichst viel oder viel veröffentlichen kann. Das musste man dann natürlich in der Moderation dazu sagen und mussten das auch in Anmeldung war das mit dabei. So ein kleines Statement, ne, dass man eben einwilligt, dass eine Aufzeichnung von den Sessions dann hinterher irgendwo erscheint. Ne. Das sind so diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber das hat uns in die Lage versetzt, hinterher, wir haben jetzt alles, was wir an Doku haben, auf so einer Wiki-Seite zusammengezogen. wikicognion.de/lostcon21. Ne, und da kann man halt von Key Visual, Intro Video, Outro Video, die haben wir beide da drauf. Dann haben wir die Tag 1 Impulsvorträge und Lightning Talks. Das hier ist, was ihr oben seht, ist einfach nur der Restream von Tag 1. Also das ist das, was von StreamYard nach YouTube gestreamt worden ist. Das haben wir ein bisschen nur nachbearbeitet. Und zwar haben wir hier das vorne und hinten getrimmt. Also der Stream läuft ja viel länger, als du ihn brauchst hinterher, ne? Der lief vorher schon 15 Minuten und lief hinterher noch 10 Minuten und du hast die ganzen Pausen drin. Das kannst du aber super mit dem YouTube-Video-Editor rausschneiden. Also dafür braucht man gar nicht das Runterladen wieder hoch, sondern das geht in YouTube selber drin. Und dann gibt es so einen kleinen Trick in YouTube. Man kann hier unten, da ist ja immer diese Beschreibung, ne? Man kann jedem Video so eine Beschreibung geben. Und man kann da quasi, wenn man in diesem Format Zeitstempel da reinschreibt, werden die automatisch klickbar. Und wenn ich jetzt sage, mich interessiert aber nur, was der Thorsten gemacht hat, dann klicke ich hier drauf und dann lande ich automatisch an der Stelle mit dem Talk vom Thorsten. Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr gar nicht mehr die einzelnen Talks alle auseinandergeschnitten, sondern haben nur noch dieses Video verwendet, haben in YouTube die Kapitelmarken eingeführt, haben die hier nochmal hinkopiert. Also die Links hier sind nichts anderes als die, die hier aus der Kurzbeschreibung auch kommen. Und haben damit sozusagen sehr schnell nach der Veranstaltung, sprich schon am selben Tag oder am Tag danach, komplette Doku von Tag 1 online gehabt. Da als Randbemerkung, das geht in Microsoft Stream auch für intern. Also diese Zeitstempel kann ich in Microsoft Stream auch reinschreiben und dann werden die auch einspringbar. Also kriege ich auch Links, wo ich sozusagen dahin springen kann. Das ist sehr hilfreich. Okay. Ja. Kannst du noch mal sagen, wo tust du dir die Zeitstempel rein? Ist es während dem Schneider mit dem YouTube-Bearbeiter, oder? Nee, ich habe es einmal bearbeitet und dann habe ich es mir noch mal angeguckt, die Zeitmarken rausgeschrieben und das ist die Beschreibung, die Videobeschreibung. Also du hast der Titel und das Beschreibungsfeld und in das Beschreibungsfeld muss es rein. Ah, schreibst du es von Hand rein, okay. Weil ja. Ich schneide immer mit Camtasia, weil ich es halt habe, das Programm. Mache da außer einfach so hier Notizen rein und schreibe die. Und ja. Mache dann entweder über Screencast oder on YouTube durchs Transportieren.
Und habe dann auch automatisch diese Stempel drin. Genau, aber da hätten wir es quasi ja nochmal, das Video, was du hier siehst, ist quasi das Real Life von dem Gestreamten. Wenn ich das nochmal in einem anderen Tool bearbeiten will, müsste ich das runterladen, müsste es bearbeiten und wieder hochladen und dann verlierst du immer deine Live-Viewer. Dann ist das neu hochgeladene Video startet wieder bei null. Ne, das heißt, du hast den zusätzlichen Arbeitsschritt, dass du es runter wieder hochladen musst und du verlierst deinen Counter. Deswegen habe ich es jetzt einfach nur mit dem Video-Editor von YouTube gemacht. Und dann hatte ich halt den einen Schritt manuell, was aber, glaube ich, wenn ich die Zeiten aufsummiere, trotzdem kürzer dann ist in Summe. Ja, absolut, absolut. Das ist ja viel einfacher und ganz, ganz leicht dann auch. Ja, ist toll, ja. Genau. Aber klar, wenn wir das Video von der Kamera genommen hätten, was wir letztes Jahr gemacht haben, dann hätte man die Marken im Schnittprogramm einfügen, dann wäre das schneller gewesen, ja. Was nimmst du sonst für Schnittprogramm, wenn du es so auf Nummer hast? Also für die großen Sachen DaVinci Resolve, das Outro-Video zum Beispiel ist auf DaVinci geschnitten. Können wir zeigen. Das ist von Blackmagic, die haben das irgendwann gekauft. Also das ist irgendwie so ein richtig fettes Ding, wo auch Filme drauf produziert werden, was sie aber kostenfrei rausgeben. Hat aber eine relativ steile Lernkurve. Wenn ich auf dem Mac bin, schneide ich einfach auf iMovie und wenn ich auf Windows bin, schneide ich auf Kdenlive. Die werden auch immer besser und sie sind vor allen Dingen auch mittlerweile Multiplattform. Also Kdenlive habe ich auch auf meiner Linux-Kiste, das funktioniert genauso wie auf Windows. Und da bin ich mittlerweile genauso schnell. Also die jetzt zum Beispiel, wir hatten ja dieses Audi-Zusammenarbeit 2.0 Meetup, wo immer die Vorträge aufgezeichnet worden sind. Das habe ich ganz am Anfang, habe ich das mit dem Windows Movie Maker geschnitten, als es den noch gab in Windows, weil die Idee war, dass man das damit Mitarbeitenden halt beibringen kann, wie das geht. Und dann sind wir irgendwann auf Kdenlive und da ist man so schnell, also der ist so schnell. Und jetzt gerade sind wir dabei, ein bisschen auszuprobieren mit dem Windows hat er diesen Fotoeditor, der ist zwar Fotoeditor, aber der kann auch Videos schneiden. Okay. Und solche einfachen Sachen gehen da drauf auch. Also wenn man so trimmen will, vorne, hinten, Bauchbinden rein, Deckblatt vorne drauf, das geht mit dem Windows Fotoeditor auch super. Das ist ein guter Workhack. Das kennen viele gar nicht, dass man damit auch Videos schneiden kann. Ist nicht ganz so mächtig, wie Camtasia ist, aber ist okay. Also, wie gesagt, du hast ja oft dieses, du musst Anfang, Ende weg, zwischenrein was weg, Bauchbinden drüber, wer spricht da gerade, vielleicht kleines Zwischenvideo, Intro, Outro dran. Also dafür reicht auch der Windows-Foto-Editor. Okay, danke. Genau, also das haben wir gemacht. Dann haben wir die vom Abendprogramm, die einzelnen YouTube-Videos, die sind jetzt halt hier eingebettet, immer mit so einem kleinen Text. Die Podcast-Varianten, das war ja eins, war der Live-Podcast mit der Sabine, den haben wir dann parallel auch nochmal, darf man im Podcast dann nicht sagen, die Audiospur rausgezogen und hier im Podcast nochmal verwurstet. Ne? Also das hier ist sozusagen das Video hier eingebettet, dann die Shownotes noch dazu geschrieben. Also da ist quasi ein bisschen beschrieben, was innen drin passiert. Und dann ist es aber ganz normal die Audiospur davon. So, und dann hier unten kommt jetzt quasi, das haben wir jetzt das allererste Mal gemacht. Das ist sozusagen der Ansatz, dass du theoretisch das ganze Barcamp nacherleben kannst. Ne? Das heißt, der Sessionplan aus Pre-Talks, den haben wir jetzt hier ins Wiki übertragen, die einzelnen Räume. Die Programmpunkte sind hier. Ne? Hier sind alle Videos von Eröffnungen und von den Sessions. Da fehlt uns nur eine. Also das war halt da, wo wir keine... Nee, das war eine, die mit dem VHS-Barcamp war und die haben nicht aufgezeichnet. Deswegen fehlt uns die. Das war die eine Session, wo Iris gesagt hatte, sie will nicht, dass sie aufgezeichnet wird. Das heißt, da haben wir ein Loch. Aber ansonsten haben wir von allen die Recordings, haben aus dem BigBlueButton die Teilnehmerlisten gezogen, das Pad rauskopiert, den Chat. Die Folien, wenn es sie gab, waren über Pre-Talks hochgeladen. Den Videolink nochmal auf YouTube. Ja, also das ist so fast schon das, was so geht. Also viel mehr kann man nicht. Es kam dann bei der Nachbearbeitung noch eine Idee. Da muss ich gerade nach dem Link gucken. Los con Podcast Edition. Ich bin so alter Podcaster, deswegen gucke ich immer auf Audio, weil ich tue mir immer schwer, jetzt so eine Session, ich kann nicht irgendwie 20 Mal eine Dreiviertelstunde mir auf YouTube angucken. Ne, wenn ich das mache, habe ich dann meist die YouTube-App auf dem Smartphone, laufe durch den Park
und höre mir das an. Und nur wenn irgendwie jemand sagt, hier schaut mal, ist das Diagramm, dann hole ich das Handy raus und gucke drauf. Deswegen haben wir die jetzt erstmalig die Audiospuren der Videos rausgezogen und haben die auf archive.org gestellt. Also das heißt, dort kann ich jetzt die einzelnen Sessions auch mir anhören. Ne? Das sind Audio-Player und die werden jetzt hier dann auch noch im Sessionplan verlinkt. Also da, wo hier Video steht, kommt dahinter noch MP3 hin. Dann kann ich quasi auch darauf zugreifen. Es gibt auch einen Feed, den kann man sich aus der Suche basteln. Also mit der, weiß gar nicht, was jetzt hier angezeigt wird, genau. Aus der Suche von archive.org kann man sich einen gültigen RSS-Feed basteln. Und das heißt, wenn ihr mit auf dem Smartphone draufklickt, müsst im Podcatcher der Podcast abonniert werden, wo ihr dann die Eröffnung, alle Barcamp-Session und den Abschluss im Podcatcher auch drin habt und anhören könnt. Also das wollen wir jetzt auch mal noch so ein bisschen streuen und bewerben. So diese Idee, dass man Sessions eben auch auditiv hinterher aufbereiten kann. Ne? So was Ähnliches könnte man ja intern auch machen mit Microsoft Stream zum Beispiel oder Cycross oder Kaltura oder was immer für Plattformen da eben zur Verfügung stehen. Ja, und um auch im Podcasting-Bereich da nochmal ein bisschen zu zeigen, dass man da auch mit Kapitelmarken arbeiten kann. Das, was ich euch oben gezeigt habe mit dem YouTube-Video mit den Kapitelmarken, das kann man mit Audio auch machen. Also wenn ich hier jetzt im Podcast mal springe, dann haben wir die Impulsvorträge und die Lightning Talks. Das ist auch eine Podcast-Episode geworden. Ja, und das ist natürlich auch, da sind viele abgeschreckt. Ne? Das sieht man jetzt hier, das sind 3 Stunden 13 Podcasts. Das ist natürlich erstmal ein fettes Brett. Aber da kann ich eben auch sagen, ich klappe mir hier das aus und habe dann hier die Kapitel und kann hier sozusagen auch jeden einzelnen Talk ansteuern. Ne? Wenn mich nur interessiert, was Christian gemacht hat, klicke ich hier. Und dann sieht man hier oben, springt quasi der Player-Marker an die Stelle. Ne? Und so kann ich mir das selektiv rausholen. Und wenn der Podcatcher auf dem Smartphone das unterstützt, geht es dort auch. Also ich nutze Castro zum Beispiel, da geht es. Ne? Da habe ich mir jetzt so selektiv die Lightning Talks, die mich interessiert haben, angehört und höre mir natürlich nicht die 3 Stunden irgendwas am Stück an. Wenn ich will, kann ich es aber auch. Ne? Also das war jetzt mal so der Versuch, nochmal einen Tick mehr zu machen in Richtung Dokumentation als letztes Jahr. Und das ist was ich ganz gern beibehalten würde, auch in Hybrid, ne? Dass man so aus der Veranstaltung mehr noch rauszieht. Und ich habe das jetzt gemerkt, ich bin so dabei, ich glaube 10. Ich hatte ja selber, war in 4 Sessions drin, das heißt, von den anderen habe ich gar nichts mitbekommen. Ich tue jetzt so Stück für Stück jede Woche mir eben immer so 2, 3 Sessions reinziehen und die Materialien dazu angucken. Und so kann man quasi die Veranstaltung asynchron nacherleben. Ne? Und man kann nicht live sich beteiligen natürlich, aber man zieht da trotzdem viel raus, was sonst eben flüchtig und weg wäre. Könnte man mal einen Masterstudenten dran setzen, um die Participants Experience zu vergleichen zwischen denen, die das live erleben und denen, die das sozusagen nacherleben. Ja, coole Idee, finde ich für so eine hybride Geschichte eigentlich gar nicht so schlecht. Wie ist die Experience, ja? Im Vergleich, wenn ihr euch schon diese Arbeit da macht, ja. Ja, das fände ich super. Ich will auch wer war das, weiß gar nicht mehr, wer war das, der Ragnar oder jemand anders, hat mich mal auf die Idee gebracht, dass man, wenn man jetzt diese Mediendateien hat, natürlich auch mit KI mal rangehen könnte, ne? Also mit so automatischer Transkription, Tech-Cloud-Bildung, irgendwie Namen rausfinden von Leuten und die zu Schlagworten nahebringen, dass man sagt, wer hat sich mit welchen Themen befasst und so. Also da ist ein guter Gedanke, aus diesem ganzen Pool da noch mehr zu machen. Ne? So ein bisschen Vorbild von uns war da auch, es gibt vom Chaos Computer Club gibt es diese mediaccc.de, das ist quasi so das Club, nicht interne, das YouTube vom Club, ne? Da landen alle Veranstaltungen und die haben eben hier oben auch so ein RSS-Feed. Ne? Da kriegst du ein RSS-Feed, die letzten 100 Einträge, den habe ich bei mir Audio-only auch, den habe ich bei mir im Podcatcher abonniert und immer wenn dann irgendwie Veranstaltungen sind, kriegst du da so einen Schub, dann kommen auf einmal 100 Episoden, weil alle Vorträge da reingehen. Und die interessieren dich natürlich nicht alle, aber da bin ich schon auf total viel spannende Sachen gestoßen. Du hast gar nicht gewusst, dass die Veranstaltung ist. Und auf einmal tauchen aber die Vorträge auf. Ne? Das ist so, wie wenn man in YouTube einen Kanal abonniert. Und das finde ich halt total cool. Also das wollen wir so ein bisschen nachbilden irgendwie, ohne jetzt YouTube nachbauen zu wollen. Genau, das war so Doku.
Da vielleicht noch als Tipp, ich weiß nicht, wer mit so Videoschnitt schon mal zu tun hatte. Das Problem, weiß nicht, Olli, vielleicht kannst du da was dazu sagen, wenn man auf Camtasia schneidet oder generell den ganzen Videobearbeitungstools, ich das Video da reinlade und bearbeite und wieder rausschreibe, also rendern heißt das ja normalerweise, dann wird das Video rekodiert und das braucht sehr viel Zeit. Also die typischerweise so, je nachdem, wie stark der Rechner ist, braucht es mindestens ein Drittel bis halb so lang, wie das Video lang ist. Und wenn man einen schwachen Rechner hat, noch länger. Ich weiß nicht, Olli, wie deine Erfahrungen sind mit Camtasia? Also, was war das letzte Mal, wo ich geschnitten habe? Das Morgencafé habe ich noch nicht geschnitten. Das war unser Vortrag auf Corona-Tiefe, der war 30 Minuten lang. Ja. Ich habe das laufen lassen parallel, es war irgendwo so nachts um drei. Ja. Das war dann, also das war bestimmt 15 Minuten, ja, also so die Hälfte oder so, ja, ein bisschen tick noch länger. Je nachdem, ob ich es auf Screencast hochgeladen habe, das war, glaube ich, ein bisschen schneller als an YouTube, das ging langsam, ja, genau. Genau. Also da kann ich mal zeigen, es gibt ein Kommandozeilentool, das heißt FFmpeg. Das ist so eine Art Schweizer Taschenmesser für Multimedia-Bearbeitung. So, was man damit machen kann, damit habe ich jetzt alle Videos geschnitten, die einfach nur so vorne hinten getrimmt werden müssen. Schau mal gerade, seht ihr die Kommandozeile? Seht ihr das einigermaßen von der Größe? So, ein bisschen näher ran vielleicht. Also ich gehe mal. Ich gehe mal hier in OneDrive, Projekte, LostCon 29. So, da gibt es einen Ordner, der heißt Big Blue Button und da wiederum gibt es ein, was ist, ich nehme mal irgendwas, Screenshare. Das sind die Videos drinnen aus den einzelnen Räumen, die übrig sind. Das heißt, wenn ich das jetzt mal machen würde im Dateisystem, euch zeigen, halt, mal, so, Moment, kann man sich vielleicht besser vorstellen, wenn man es im Dateisystem sieht. Also nochmal OneDrive, Projekte, LostCon, Big Blue Button, gehen wir gleich in Videos final. Da liegt so Bekanntes. Ne? Das ist zum Beispiel LernOS Leadership MP4-Datei, das heißt, wenn ich hier klicke, das ist das Video, die Aufzeichnung der Menschen. So, das ist jetzt hier 46 Minuten lang. Ne? Jetzt sagen wir mal, das wäre der Screendump, also das, was Big Blue Button aufgezeichnet hat und ich will nur Minute 1 bis 4. Ne? Das würde in einem Videoschnitt-Tool sehr lang dauern. Ne? Was ich jetzt machen kann, Moment, ich gehe mal nochmal zurück, CD-Video final. Dann schauen wir mal, da müssten wir irgendwo diese eine Datei haben. Was war das hier? MP4, hier, die ist das, ne? LostCon 21, Session 1.1, LernOS Leadership MP4. So, was ich jetzt machen kann, ist zu sagen, FFmpeg, so heißt das Ding, dem sage ich über minus i, nimm diese Datei, das war Session 1.1. So, und dann gibt es hier einen Schalter, minus ss, also starte bei eine Minute zum Beispiel, minus to, ende bei 4 Minuten. Jetzt kommt der Trick. Ich sage eben, verwende als Codec keinen, sondern einfach nur Copy. Also kopiere den MP4-Stream in die Output-Datei. Und dann sage ich hier final.mp4 und ich drücke auf Return und das Video ist fertig. Du bist ja schon auf der Programmierebene hier fast. Ja, es gibt auch eine GUI dafür, glaube ich. Aber hier ist man so schnell. Also mein Prozess war, ich hatte die 18, 20 Videos. Ich habe einmal alle durchgeklickt und geguckt, wie die Anfangs-Endzeiten sind. Die habe ich einfach im Post-it geschrieben. Und dann habe ich die alle durchprozessiert und ich hatte quasi die 20 Videos in unter einer Stunde geschnitten. Und das hätte ich mit einem Videobearbeitungstool nie hinbekommen. Und das führt dann meist dazu, dass man es vor sich hinschiebt und liegen lässt. Und irgendwann sagt man dann, naja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr veröffentlichen. Jetzt steht ja schon die LostCon 22 an. Also ich habe es hier mal so als so einen kleinen Workhack ins Pad geschrieben. Wenn man sowas mal hat und schnell sein will, lohnt sich das vielleicht mal anzugucken. Na, wenn ich jetzt 4 Minuten rausschneide, wäre es wahrscheinlich im Videobearbeitungstool auch kein Problem, weil dann dauert es halt 2 Minuten. Aber wenn ich irgendwie eine Stunde 20 Video habe und will 46 Minuten rausschneiden, ne, dann dauert es eben 46 halbe. Und dann ist schnell mal 2 Arbeitstage weg
Olli, wie du sagst, ich kann ja nebenher was anderes machen, aber trotzdem muss ich mir dran denken, ist das jetzt fertig, dann muss ich das nächste anstoßen und so hat man es halt einfach in der Stunde durchgezogen. Gut. Das läuft auch auf Mac, oder? Das ist komplett plattformunabhängig, das läuft überall, ja, genau. Ja. Also das, ich bin jetzt auf dem Mac gerade, ne? Das, was ich euch gezeigt habe, war auf dem Mac. Läuft ja. Aber auf, der Windows-Kiste genauso. Genau, dann habe ich hier noch Nachbereitung, was wir noch gemacht haben, sind Batches. Also dieses KeyVisual, was wir machen, tun wir den Leuten immer auch als Batch geben. Ne? Ein Batch ist ja, weiß nicht, wer das mal nachlesen will, kann man hier bei Open Batches gucken. Weil ein Batch sieht eigentlich erstmal so aus wie ein Aufkleber nur, ne? Oder so ein runder Kreisgrafik. Der Trick bei diesen Open Batches ist, die liefert man aus, entweder als PNG oder als SVG-Datei. Und es gibt den sogenannten Prozess des Batch-Bakings. Da werden die Daten, wofür du diesen Batch bekommen hast, wer den bekommen hat und von wem er den bekommen hat, in die Grafik reingebrannt. Bei SVG ist das einfach, sind das Metadaten. SVG ist ja nur Text. Und bei PNG nutzen die so irgendeine Schwachstelle in der PNG-Spezifikation, um da Binärdaten in das PNG noch reinzuschleusen. Also da gibt es irgendwo die Spezifikation, wenn das interessiert, kann man da nachlesen. Das führt dann dazu, dass wenn du so eine Grafik hast und du hast zum Beispiel ein Learning Management System, was Open Batch Standard unterstützt, gehst du zum neuen Arbeitgeber, gibst dem all deine Badges, die ziehen die per Drag and Drop in ihr LMS und sofort haben die Historie, was du quasi alles für Nachweise hast. Ne? Anstatt du kippst denen irgendwie große Menge PDF auf den Tisch. Und theoretisch dieses Batch Baking, da gibt es Skripte und Python und so, kann man das auch selber machen. Das ist uns aber zu anstrengend, deswegen haben wir die dort Batcher, also es gibt, glaube ich, zwei große Plattformen. Das eine ist Batcher und das andere heißt, glaube ich, Acclaim. SAP nutzt Acclaim, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste man Thomas nochmal fragen. Oder Acclaim ist mittlerweile von Gridly gekauft, so irgendwie. Und Acclaim Gridly war halt von Anfang an ein kommerzielles Produkt und Batcher ist, glaube ich, das Überbleibsel von dem, was früher von Mozilla Backpack war. Also da kann man, die haben mittlerweile auch ein Preismodell, aber die Haupteinschränkung dort ist, dass man, glaube ich, pro Tag maximal 50, pro Upload maximal 50 Leuten ein Batch geben kann. Das bedeutet für uns, bei 125 Leuten muss ich halt zweimal 50 und einmal ein 25er Excel-Sheet hochladen. Ja, und das funktioniert dann so, da logge ich mich mal ein, das sind wir natürlich auf dem EU-Server, also die haben dann auch, wo ist die Datenhaltung? Das haben wir letztes Jahr erst angefangen über Batcher, vorher hat man die per Hand verschickt. Na, da hast du dann so einen sogenannten Issuer, also das ist die Autorität, die das ausstellt. Und dann legst du hier die Batches an, ne? Sieht man, 2019 haben wir es noch nicht gemacht, da ist nur einmal geissued, 2020, 2021. Ne? Und dann macht man lädt man quasi die Grafik hoch, dann hat man so einen Kurztext und dann hat man hier quasi so eine Beschreibung, da kann man dann beschreiben, ne? Wofür hat man den bekommen. Kann auch nochmal einen Link hinterlegen, da ist jetzt bei uns einfach die LostCon-Webseite hinterlegt, ne? Damit man weiß, was war das eigentlich für eine Veranstaltung. Dann kann ich entweder sagen Award Batch, ne, dann könnte ich hier reinschreiben Hans Gärtner, du gibst mir deine E-Mail-Adresse und dann bekommst du den. Oder ich kann reinschreiben Bulk Award Batch, dann ziehe ich quasi hier eine CSV-Datei raus und dann werden die automatisch geissued, heißt das. Das heißt in deinem Backpack, also jeder, der ein Login hat bei Batcher, kriegt ein Backpack und in dem Backpack tauchen dann die Batches auf, die man bekommen hat. Ne, sieht man zum Beispiel Corporate Learning Community, machen wir das auch. Dann kommen hier eben die Batches auch an. Ne, und das Einzige, was man machen muss in sozusagen von Orga-Seite, ist, dass man, habe ich die hier, na, hier sieht man es ganz operativ, hier liegt dann einmal quasi die Batch-Grafik drin, die man gesehen hat. Und dann muss man die Teilnehmerliste halt in drei einzelne CSV-Dateien teilen, weil wir dieses 50er-Limit hatten. Die haben wir hochgezogen, auf den Knopf gedrückt, fertig. Und da wollen wir jetzt auch bei uns jetzt die ganzen Schulungen umstellen, Expert Debriefing, Community Management und so, weil immer noch Leute immer nach Teilnahmebescheinigungen fragen und wir bisher da irgendwie so PDF-Kram, irgendeine PowerPoint-Vorlage hatten. Na, und das halt in die Richtung umstellen. Und wer will, kann dann, warte mal, das ist auch ganz cool, kann ich auch mal zeigen.
Du hast dann bei dem Badge, es gibt auf der einen Seite so eine Public Page. Ne? Das heißt, man könnte, weiß nicht, warum das jetzt nicht geht, man könnte auf seinem Blog zum Beispiel so eine Liste machen und sagen, das sind die Badges, die ich bekommen habe, ne? Scrum Master und Veranstaltungen. Und wer das aber will, kann hier sich auch ein Zertifikat runterladen, was man halt in gewisser Weise beeinflussen kann, wo man, glaube ich, sogar auch irgendwo kann man die Farbe einstellen. Ne? Also da ziehe ich mir dann ein PDF runter und das, wenn sie es brauchen, kann es dann die Personalabteilung bekommen. Und so ist man so ein bisschen aus diesem ganzen, man verschickt Teilnahmebestätigungen, Ding irgendwie raus, indem man das auf einmal abfrühstückt. Da waren dann einige dabei, bei denen hat es nicht geklappt, die haben dann nochmal rückgefragt. Aber früher haben wir denen dann 2019 irgendwie mit der Hand was ausgestellt, weil die gesagt haben, sonst kriegen sie irgendwie ihre Reisekosten nicht freigegeben oder so. Na und jetzt war halt nur die Antwort, melde dich da auf Badger an und dann hast du es dort. Genau. Genau, und da unten hatte ich nur noch mal euch rauskopiert, die Lessons Learned. Das meiste war jetzt eingeflochten schon. Also schlanke Orga funktioniert mit diesen 6 Treffen auf 45. Diese Kombi 1,5 Tage, finde ich, bewährt sich. Also 2 Tage, das heißt ja doch immer, dass man am Tag vorher schon mit Aufbau und Anreise und so weiter anfängt, wenn nicht Corona ist. Ja, da finde ich das ganz gut mit den 1,5 Tagen, auch mit diesem Ansatz, erster Halbtag Lean Back. Also ich komme erst mal an, muss noch nicht gleich aktiv werden, kann mir was anhören, kann mich schon mal ein bisschen vernetzen und der zweite Tag ist dann Step In. Dann diese Vorstellungsrunde auf Teams, es geht auf Zoom genauso, das klappt. Ne, so das Gefühl mit Abendveranstaltungen, so dieses Community-Feeling hinzubekommen, das wird immer besser. Ich glaube, es wird schon noch mal anders, wenn man abends auch ein Schnäppchen zusammen trinken kann oder so. Aber das, da lernt man auch von Jahr zu Jahr dazu. Diesen interaktiven Tag Teil 2 haben wir im Nachgang alle gesagt, das hätten wir uns nicht vorstellen können in StreamYard. Also das hätte wahrscheinlich geholpert und wir hätten den Lessons Learned gehabt, dass wir nicht mehr die Vorstellungsrunde live machen. Ne? So trauen wir uns jetzt im September auch beim Corporate Learning Camp, wo wir wahrscheinlich wieder 200-300 Teilnehmende haben, trotzdem auch an die Vorstellungsrunde live ran, weil man eben sieht, dass das durchaus auch flott geht. Chat würde ich gucken, dass der Push kann. Das ist immer so eine Plattformentscheidung. Ne? Also ich hätte mich jetzt nicht gegen Venduless entschieden, nur weil es kein Push kann, aber ich würde beim nächsten Mal bisschen mehr drauf schauen und vielleicht würde man dann einen anderen Chat einbinden und nicht den Venueless-Chat nehmen oder sowas. Ne? Also, weiß nicht, da war ich bin immer noch, auch wenn es politisch nicht so ganz konform ist, großer Telegram-Fan, weil Telegram da halt super simpel ist und rock solid funktioniert und man die Leute leicht reinbekommt. Es einen Web-Client gibt, was ich wichtig finde. Also theoretisch hätte man auch einen Web-Frontend-Chat da irgendwie einbetten können. Aber für Hybrid ist das eh nochmal ein ganz anderes Spiel. Also da, wie gesagt, im September wollen wir da ein bisschen erzählen, wie das dann nächstes Jahr vielleicht wird. Und was wichtig ist, für die Abendveranstaltung muss man immer noch viel Werbung machen, weil es nicht den Leuten klar ist, dass ein Online-Event auch eine Abendveranstaltung hat. Also man muss wirklich das ständig kommunizieren und überall reinschreiben und allen sagen. Wir haben jetzt dieses Mal, ne, Olli, die Montagsmaler, ne, da haben wir schon gemerkt, da waren schon viel weniger da als vorher. Ja. Also da muss man wirklich gucken, dass Leute das wissen und dass man auch sowas macht, dass abends immer abwechslungsreich ist, ne? Dass so mit, dass mal Musik und da ein Spiel und trotzdem aber nicht wie bei einer Hochzeit, wo dann ganze Zeit Programm ist und man sagt, ach, das ist total langweilig und eigentlich wollte ich mit den Leuten auch mal quatschen. Also ich glaube, so diese Mischung hinzubekommen, das ist, glaube ich, die Herausforderung an der Stelle. Aber habt ihr das mal intern auch diskutiert, ob das nicht dann auch schlichtweg eine Überforderung an Bildschirmarbeit dann ist, dass man dann meistens doch denkt, den ganzen Tag in der Veranstaltung, ob ich dann und abends will ich dann endlich doch mal raus. Also ja, naja, Andreas, du hast ja auch als Feedback gegeben, das war dann echt ein Schlauch, ne? So auch noch den Live-Podcast anzuhören und dann auch noch ins Konzert rein, ne? So dieses Fear of Missing Out. Das war dem ja aber auch geschuldet, dass sozusagen erster Tag, auch wenn es nur ein halber Tag war, das war ja geballte Info-Pushing. Es war ja quasi nicht die Barcamp-Sessions, ja. Die waren weniger interaktiv, mehr Vortrag Q&A und da war so viel geballte Info, dass man da tatsächlich auch schon physisch erschöpft war von dem, ja. Von dem Input. Und dann kam noch das Programm, wo ich denke, genau was du gerade angesprochen hast, das Socializing,
kommt da auch ein bisschen zu kurz. Also wenn man so ein Event hat, der regelmäßig stattfindet, dann ist das ja auch etwas, worauf sich eine gewisse Community freut. Ja. Und wenn man dann sozusagen nicht ins Socializing kommt, weil zwischen den Sessions so Session wechseln oder jetzt am Vortag in die Vorträge, da ist weniger, glaube ich, die Zeit, ne? Aber damit Biopausen etc. Und man ist halt anders drauf, man steht halt nicht irgendwo rum. Ja. Und dann fehlt das umso mehr. Und ich glaube, dass dann diese Brückenfunktion von Abendveranstaltungen, wenn man anderthalb- oder zweitägige Veranstaltungen haben, dass die natürlich dann immer ein bisschen vermisst wird. Andererseits ist man natürlich immer auch in seinem eigenen Domäne auch, wo natürlich dieses jetzt könnte ich abschalten aus dem Virtuellen eine Rolle spielt, ja. Wie Hans das sagte. Ja, und du hast morgens auch nicht als Online-Teilnehmer hast du ja auch keine Anreise, ja? Also normalerweise sitzt du dann im Zug oder im Auto oder sowas. Und was machst du jetzt? Morgens hast du dein normales Ding, ja? Und dann um 13 Uhr geht es dann in die Veranstaltung. Aber dann hast du im Zweifel schon drei Konferenzen hinter dir. Genau. Gut, was genau. Ich also, noch gut ja. fand, das letzte Jahr, man hat so eine zentrale Anlaufstelle gehabt. Man war dann halt in Remo, saß an der Tische und dann hat man mitgekriegt, aha, jetzt findet nur das oder jenes statt. Also es war nicht so geteilt, dass man, einer muss auf StreamYard, der andere muss da drauf, sondern äußere Zentrale, die eine Kunde was spreche und dann haben sie sich halt animieren lassen von anderen, komm, jetzt gehen wir doch zu dem Montagsmaler oder jetzt machen wir dies und jenes. Ja, das stimmt. Das stimmt, das war in Venueless verteilter, richtig. Das ist auch, glaube ich, also da bin ich jetzt mal gespannt, da machen wir uns jetzt im August Gedanken, in Hybrid nochmal ein anderes Spiel. Also so ein bisschen meine Hypothese ist im Moment, dass in Hybrid diese 2D-Plattformen an Bedeutung verlieren oder schwieriger werden, weil niemand, also wenn man jetzt davon ausgeht, man hat 100 Leute vor Ort, niemand geht von Raum A zu Raum B und klappt sein Notebook auf und lässt sein Avatar von Raum A zu Raum B laufen. Also das im Moment eher am Überlegen, was habe ich für Plattformen, die auf der einen Seite diesen Raumwechsel leichter machen, also dass ich sagen kann, ich bin jetzt in einem anderen Raum und auf der anderen Seite die Leute nicht vom Bildschirm festtackern und deswegen denkt man da eher in Richtung Audio aktuell. Also der Kandidat für den Chat nächstes Jahr ist Discord. Und das werden wir jetzt im Oktober mit dem zweiten Durchlauf Audio Barcamp ausprobieren, weil ich dort eben mit meinem Smartphone in den Chat gehen kann und sagen kann, so jetzt bin ich in der Bibliothek oder jetzt bin ich in der Küche, die Leute dort alle hören kann, zur Not auch Video teilen kann und das kann ich eben komplett über Smartphone machen, sowohl texten als auch so Clubhouse-mäßig Leuten zuhören. Und es ist überhaupt kein Problem, in einem Pausengespräch zu sagen, wir quatschen noch über das Thema, aber ich sitze nicht im Workadventure vor meinem Bildschirm, sondern ich laufe draußen durch den Park und hole mir ein Eis oder ein Espresso dazu. Ne? Und das funktioniert seamless. Aber wie gesagt, das ist dann sozusagen schon Nachdenken über das nächste Jahr. Aber da glaube ich, dass eben die Remos und Gathers und so, dass das in Hybrid schwieriger wird, wenn ich die Leute nicht vom Bildschirm festtackern will, ne? Was so eine Designentscheidung ist. Aber da habe ich auch das Gefühl, bei mir selber merke ich es auch, wir haben bei Corporate Learning Camp die Pausen zwischen den Sessions schon auf 30 Minuten angehoben von 15. Und trotzdem geht in diesen Pausen gehen ganz, ganz wenige in Gather, Wander, wo auch immer hin. Ne? Die sind dann auch irgendwo anders. Weil du eben, du warst eine Dreiviertelstunde vom Bildschirm, du weißt, in einer halben Stunde sitzt du wieder vom Bildschirm. Und neben der Tatsache, dass man mal biologischen Bedürfnissen nachgehen muss oder sich was zu trinken holen muss, finde ich es halt wichtig, dass du dich auch bewegst und mal rausgehst und an der Luft bist und so weiter. Und dort muss die Teilnahme auch möglich sein. Und das sehe ich mit Remo Gather und so weiter nicht, dass das in so eine Richtung geht. Ne? Dass die eine App kriegen, dass die einen Audio-Only-Modus kriegen. Ne? Ich könnte mir sich ja durchaus vorstellen, dass ich in WorkAdventure so Areale definieren kann, die dann in der App eher so textuell abgebildet sind. Ne? Wo ich sage, ich bin jetzt Lagerfeuer 3 auf der Insel. Und dann höre ich halt nur, wenn ich in der App bin und sehe nicht oder kann das Bild abschalten oder so. Ne? Aber in die Richtung bewegen die sich nicht. Ne? Die gehen von, ich sitze an einem Browser aus und damit brauche ich draußen mindestens ein Tablet. Ich wollte euch eins noch zeigen, wenn ihr die Minute noch habt, nämlich, du hast ja auch gefragt, Hans, Richtung intern. Es gibt was ziemlich Spannendes auf Teams. Und zwar, es gibt sogenannte Teams-Apps.
Jeder kann eine Teams-App programmieren und es gibt welche, die irgendwelche Third-Partys machen und es gibt Teams-Apps, die von Microsoft kommen. Die Teams-App, die wahrscheinlich die meisten Firmen zumindest drüber nachdenken, einzusetzen, ist der sogenannte Company Communicator. Das ist eine App, die mir sowas ermöglicht wie eine Push-SMS an alle Mitarbeitenden. Also das kommt natürlich aus Corona, ne? Man sagt so, Montag darf keiner mehr ins Büro kommen oder jetzt sind Impftermine frei. Will ich eine Push-Nachricht an alle und natürlich ist überall WhatsApp verpönt. Deswegen ist ja naheliegend, dass ich jedem in Microsoft Teams in den persönlichen Chat eine Nachricht reinpushen kann. Das ist, was dieser Teams Communicator macht. Darüber bin ich auf die Seite mal gestoßen. Das ist nämlich eine Seite mit App-Vorlagen, die von Microsoft kommen. Das sieht ein bisschen gruselig aus, wie viele Microsoft-Doku-Seiten. Aber auf dieser rechten Seite hier ist eine Navigation über alle App-Vorlagen, die es gibt. Ich sage auch Vorsicht, weil die Seite ist automatisch übersetzt und da muss man wissen, dass die Watercooler mit Wasserlauf übersetzt haben. Watercooler ist im Englischen die Kaffeeecke. Also was bei uns die Kaffeeecke ist, ist im Amerikanischen Watercooler, weil dort kann ich überall kein Leitungswasser trinken. Das heißt, da stehen überall diese Gallonenbehälter, wo man sich halt Wasser rauslassen kann. So, und was diese App macht, ist, ich kann mir in Teams, das ist, was man hier in diesem Animated GIF sieht, so einen Watercooler-Bereich einrichten, in dem jeder einen Watercooler anlegen kann. Also ein so ein Kreis hier ist ein Watercooler. Dort kann ich hingehen und sprechen. Ich kann leider das animierte GIF nicht anhalten. Aber hier seht ihr diese Profilbilder, das sind Menschen, die an dem Watercooler stehen. Das heißt, ich kann dem Watercooler ein Icon geben und ich kann ihm einen Titel geben. Na, das heißt, ich sehe auf einen Blick, welche Gesprächskreise gibt es gerade, wer ist da drin, was ist das Thema, wie ist das Icon und kann rein und raus. Und wenn ich da reingehe, passiert nichts anderes, als dass eine Teams-Konferenz aufgeht mit den Leuten. Also das heißt, aus Richtung IT-Compliance-Sicht bringe ich überhaupt kein neues Tool rein. Also ich muss nicht so ein Work-Adventure durch einen IT-Ausschuss tragen oder sowas, ne? Sondern wenn mein Teams freigegeben ist, habe ich das schon. Und dieser Wasserlauf ist sozusagen nur ein visuelles Overlay über Teams. Das gucke ich mir an. Sehr gut. Danke. Und damit kann ich natürlich nicht so schön rumlaufen wie in Wonder und Work-Adventure, aber ich kriege es wahrscheinlich viel leichter in die Firmen. Und ich sage mal, dieser Rumlaufeffekt ist ja eher so ein Gimmick. Eher geht es ja darum zu sagen, wie finde ich irgendwie die Gesprächsgrüppchen, die mich interessieren. Also das finde ich eine ziemlich heiße Sache und da will ich jetzt auch mal ein bisschen das streuen, da wo ich weiß, dass halt Firmen auf der Suche sind nach solchen Tools, dass man sich sowas zumindest mal anschaut. Also ich könnte euch im Moment keine deutsche Firma sagen, die das im Einsatz hat. Ich weiß aber viele, die wahrscheinlich froh wären, wenn sie wüssten, dass es gibt und das mal ausprobieren würden. Also das könnt ihr ruhig auch mal ein bisschen streuen. Ich werde es bei uns im Tenant auch mal installieren jetzt im August, wenn ein bisschen ruhiger ist. In sowas sehe ich hohes Potenzial, was sich so huckepack auf das Tool Teams oben drauf legt. Genau. Da könnten sich ja auch so hybride, also ich sehe in der Zukunft ja auch solche Island-Veranstaltungen, also nicht nur 100 Leute sozusagen on-premises und dann noch 100 online, sondern dass sich so kleinere Teams, die weltweit verteilt sind, ja, dass die sich irgendwo in einem Office treffen, die könnten aber trotzdem über so ein Tool alle trotzdem miteinander verbunden sein, auch so über die einzelnen Inseln, so Face-to-Face-Inseln hinaus. Ja. Sehr schön. Und ich hoffe, bei Microsoft ist das ja immer visuell nicht sehr ansprechend, was die da rausblasen, aber dadurch, dass das ja alles Apps sind, die man selber auch modifizieren kann, ne? Also man sieht hier oben, der Code der App, der liegt auch einfach auf GitHub, dass da irgendjemand dabei ist, der mal anfängt, drüber nachzudenken, dass ich da vielleicht ein anderes Hintergrundbild dahinter laden kann oder dass die, wenn man es jetzt nicht wüsste, würde ich nicht drauf kommen, dass das ein Watercooler sein soll, also der so ein bisschen an der Art and Beauty-Ecke da noch arbeitet und dann denke ich aber, hat das durchaus Potenzial. Nee, cool, dann würde ich sagen, sind wir schon knapp drüber über die 3 Uhr, was macht denn nichts? Ich hoffe, es war spannend für euch, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Hohe Schule, muss ich sagen. Ja, sehr schön, das freut mich. Dann würde ich sagen, falls wir uns nicht mehr hören, dann schöne Sommerzeit und vielleicht bis zum Community Call im September. Und wer ein bisschen mithirnen will an LostCon 22, ist natürlich herzlich eingeladen. Ich glaube, Hans hat das ja eh schon die Hand gehoben. Ne? Ja. Olli ist auch wieder mit dabei. Ja, gerne, ja. Coole Sache. Sehr gut, dann schönes Wochenende euch.
Und danke, danke, danke nochmal. Ganz ciao. Herzlich. Bis dann. Danke. Jo, tschüss. Bitte. Ciao. Ciao.